Mein erstes Rennen war Silverstone. Da war da der Hermann Hiret, dann war der Müller und der Wittan. Einer war für Zylinderkopf, der andere für Motorblock zuständig. Und alle haben mir immer gesagt, nein, Motorwechsel bei uns, da geht doch nicht was hin. Die halten ewig. Und dann haben die Ingenieure von Mercedes zwei Kabel falsch angehängt. Und da haben sie sogenannten Overboost gehabt. Das heißt, zum Überholen konnte der Fahrer schnell die Taste drücken, dann hattest du je nach Einstellung 2, 3, 4 Sekunden mehr Leistung, damit du überholen konntest. Okay. Auf jeden Fall, der erste war der Jochen, meine. Overboost! Da höre ich nur noch einen Schrei hinten von der Mercedes-Ecke her, gell? Puff gemacht! Und das hat die Zylinderkopfschrauben angehoben. Das hat einfach Ladedruck ohne Ende. Und dann kommt der Herr hier, damals war er noch per Sie, zu mir sagt, Herr Flückiger, können wir kurz miteinander reden? Und sagt, ja sicher. Können Sie bitte den Leuten mitteilen, dass wir die Motoren ersetzen müssen? Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, danke fürs Einschalten. Zu meinem heutigen Gast Bruno Flückiger muss ich ja gar nicht mehr so viel sagen. Da haben viele von euch ja schon in der letzten Woche einen Eindruck bekommen. Und jetzt wartet ihr schon gespannt auf die Geschichten von Brun, von Stefan Belloff und natürlich von Sauber. Darum jetzt viel Spaß mit diesem zweiten Teil mit dem Rennmechaniker und dem späteren Renningenieur HC, muss man sagen, Bruno Flückiger. Jetzt sind wir stehen geblieben, Carsten. Wir sind stehen geblieben beim Spanferkel-Essen zum Walter Kuhmigang. Jetzt fahren wir Kyle Amirand Spanferkel-Essen. Das war ganz einfach. Das ist der Walti, das ist der Bruno. Der Walti sagt, willkommen im Team, Handschlag und schon war ich bei Bruno. War das also tatsächlich so? Das war so. Aber wusstest du, wer sonst noch im Team war? Wir haben noch nicht über das Geld gesprochen. Ja, das war klar. Willkommen im Team. Wir haben eine Walti und die. Wir haben, glaube ich, nie einen Lohn ausgemacht. Aber hast du mal was bekommen? Immer. Und ich war nie enttäuscht. Okay. Hat er einfach irgendwas... Der war einfach fair. Da wurde auf einmal irgendwas... Walti war fair. Punkt. Der war einfach fair. Der hat gewusst, was in der Schweiz ein guter Mechaniker kostet. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Ja, mein Geld kriegt. Punkt. Und ich habe mich auch nie dafür gehalten, mehr zu verlangen, weil mir ist ja gut gegangen. Wenn du denkst auf der Welt, wie viele arme Leute du hast, die gesundheitlich und alles, also wenn du glücklich bist im Leben mit dem Umfeld, was willst du dann? Also wenn ich mal top bin, ich kann nichts mitnehmen. War so ein Mechanikerlohn im Motorsport höher als einer, der hier lokal beim VW-Händler gearbeitet hat? Nein, zum Teil schlechter. Echt? Ja. Und warum hat man das dann gemacht? Also, für mein Buch habe ich jetzt Lohnabrechnung. Ja? Mhm. Das war der Christoph Dietzler, schreibt das Buch, wo hoffentlich 2025 dann erscheinen sollte, im Kleinverlag. Und da habe ich Lohnabrechnungen und mein guter, lieber Freund Joe Ramirez, wirklich ein lieber, guter Freund, der hat mir tatsächlich mal, vergesse ich ihm nie, bei Theodore ein Essen für 1,50 £ auf der Lohnliste abzogen. Ohne Witz. Ohne Witz. Joe, das vergesse ich dir nie. Gell? Also, das, hab's wirklich 1,50 £ Essen abgezogen. Irgendwo, keine Ahnung wieso, aber das habe ich auf der Lohnliste gesehen. Ich möchte ins Buch auch reintun, weil es wirklich speziell ist. Wurde plötzlich Essen abgezogen. Das hättest du wahrscheinlich bei Waldi Buhn nicht erlebt. Der hat das ja zweite Portion gekriegt. Nein, absolut. Also Walti war immer sehr, sehr fair. Mhm. Unglaublich fair. Es ist eigentlich auch peinlich, wenn man, wir sind ja auch über Jahre befreundet, wir haben unglaubliche Zeit miteinander leben dürfen. Und ja, da gibt es ein letztes Hemd für seinen ehemaligen Mitarbeiter. Gell? Hat er auch gemacht. Ja. In der Formel 1. Ja. Ja. Ja, das ist dann ein Thema, können wir auch noch drüber reden. Also, dann war ich bei Brun. Weiß noch, als ich das erste Auto abgeholt habe in Weissach, hat uns damals noch der Kussmaul übergeben.
Du bist so rechtzeitig gekommen, dass du die Porsche erlebt hast. Also dieses Drama vorher mit der Rüttelbude. Da möchte ich nichts damit zu tun gehabt haben, ne? Aber da kann der, glaube ich, da kann dir ein Franz Reinisch. Bucher oder Peter Reinisch, Walter Pauli, so, ich glaube, die können da Geschichten erzählen. Harald Groß, der die Kiste fahren musste. Der Harald, der arme Hund, also, der da drin sitzt. Da kannst du alles schon bei mir hören, ja. Ich glaube, da hast du alle Geschichten schon gehört. Ja. Apropos Harald übrigens, das ist auch einer der Fahrer, die mich dann bei Brunn gewaltig überrascht haben. Harald, der war wirklich nicht langsam, gell? Und unglaublich zuverlässig. Mhm. Harald war ich immer ganz überrascht, wie schnell der war. Ja, der hat auch unheimlich viel Potenzial, Erfahrung auf den Autos gehabt. Ja. Absolut Potenzial und auch immer ein unglaublich lieber Kerl. Mhm. Den habe ich immer früher unterschätzt. Den habe ich bei Brunn wirklich schätzen gelernt, ja. Mhm. Also 84, ja, da kam so die, ja, das war so unser erstes Ding da, wo wir wirklich mit dem Porsche, also ich kam zu Brunn in Gundelfingen, Freiburg, und wir haben ja damals schon, war das Problem, es war ja dieses GS-Tuning, wo der Sascha Brunn, der jetzt die ganze Brunn-Geschichte mit dem Markus, mit seinem Bruder und so weiter auflebt, aber der Sascha hat ja mit dem Buch und so sehr viel Arbeit investiert. Danke, ja. Sascha, danke, dass Corona. Du die Geschichte, danke Corona, Corona, dass du diese Geschichte am Leben erhältst. Das war nicht so einfach, gell? Also du hast schon gesehen, es gab das GS-Team und jetzt kam plötzlich diese Bayern daher, gell? Das hat schon auch Spannung gegeben. Da war der Thomas Vogelgesang als Teamchef, als finanzieller Mann bei GS. Und dann kam der Peter von Schnitzer. Schnitzer, ja. Da war der Walch, der Pauli, Rudi, andere Leute. Und das zusammenzufügen, das war für mich als Außenstehender schon mal am Anfang sehr schwierig. Kanntest du die Position schon? Also kanntest du die Person? Kannst du den Pauli, also Rudi Walch? Vom Namen schon, aber natürlich persönlich nicht, ja, weil ich kam ja aus dem Formensport. Ja, stimmt. Und durch das, dass ich natürlich ja sehr englandorientiert war, war für mich dann jetzt in Deutschland zu arbeiten, vorher mit Gassani, auch wieder Formel, was auch wieder englandorientiert war durch Ralt, war das für mich schon auch eine neue Welt, ganz klar. Absolut, keine Frage. Und ich glaube, wir sind uns bis heute eigentlich nicht bewusst, wie gut das Team war. Man hat immer, finde ich, wenn man das hört von Brunn und hier war ein Stützpunkt und da war was und dann sind noch Autos in Japan und Amerika. Ich staune immer diese logistische Leistung, dass der den ganzen Laden überhaupt zusammengehalten hat. Das, also, das fasziniert, das ist für mich eines der faszinierendsten Teams. Und wie gut es dem eigentlich dann ging, ne? Also mit den ganzen Sponsoren und wie gut das lief und was die für Erfolge gefeiert haben. Also da müssen wirklich genau die richtigen Personen an den richtigen Stellen gesessen haben. Absolut. Also da hat er wirklich mit seinem Gefühl für Menschen gesagt, der muss das machen, der muss das und hat alles gepasst. Ne? Und bald die Bruno zwischendrin. Das hat gepasst. Es hat jeder sein Ding gehabt. Ja. Es hat jeder sein Ding gehabt, absolut. Ich war immer so ein bisschen Fahrwerksmensch, Aerodynamik. Okay. Ich hatte den Juvi immer fasziniert. Ja. Einer meiner Vorbilder war zum Beispiel auch immer der, hat die wilden LKWs gebaut und Achso, der Colani. Colani. Luigi Colani war ja in Bern, hatte der ja ein Designstudio. Mhm. Und Luigi Colani hat mal bei uns einen Lada gekauft. Damals, als er diesen Lada gebaut hat. Gekauft. Das Gegenteil von dem, was Luigi er tut. Colani hat bei uns ein Lada gebaut. Damals, als er das Auto gemacht hat, das vorwärts fahren konnte und rückwärts. Ja, okay. Gleich. Ja. Und da war ich viel bei ihm im Designstudio in Bern. Und der hat der witzige Mensch, gell? Ja. Schlau, aber sehr witzig. War das der Monteverdi damals, hat er da gehabt? Naja, der die Geländewagen da auf Rennstrecke. Ja, von meins. Welches Auto war da? Auf jeden Fall, da waren schon Kotflügel über die Räder montiert. Da bin ich drinnen. Dann sage ich, Colani, er baut jetzt da er tut die Formel 1 revolutionisieren. Wie alles. Weil es sind ja alles Deppen, hat er gesagt. Die sind ja alles Deppen. Und
Formel 1. Herr Flückiger, das sind alles Deppen. Der zurückhaltende Herr Colani. Ja, der zurückhaltende Herr Colani. Alles Deppen. Und immer in seinem weißen... Ja, geil, mit dem Zwirbelbart und so. Ja, ne? Ja, ja. Geiler Typ. Na, ich habe von ihm ja Bücher und Sachen unterschrieben. Ja, den hätte ich auch gerne noch getroffen. Ja. Natürlich also, vor 2 Jahren war was gestorben. Ne? Der wollte mit mir dann mal in Utah da so einen Weltrekordversuch machen. Oh Gott. Und wird war gut. Dann sage ich, Herr Colani, das ist aber nicht erlaubt, was ich da habe. Ich sage ja, alles Deppen. Herr Colani, die Formel 1 hat ein Reglementsbuch. Man darf da keine Kotflüge drin. Ich sage ja, es sind alles Deppen. Okay. Mein Bruder war damals mit. Wir haben uns angehauen. Bin, hast du es nicht gegeben? Ein Reglementsbuch hast du ihm nicht gegeben? Nein, natürlich nicht. Die es hat es nicht gegeben. Regel waren organische Formen. Das war sein Ding. Und dann war er aber wieder geil, weil er gesagt hat, schau dir diesen Flügel von diesem Vogel an. Wieso tut er das und das? Überleg mal. Und genau da war er stark, gell? Ja, genau. Da war er stark. Und eben mit seinen Tieren, gell? Da habe ich viel gelernt von ihm. Stimmt. Also Aerodynamik, das war dann schon, das hat mich immer fasziniert. Obwohl ich habe ja nie Aerodynamik-Schule besucht, halt immer ein bisschen normal denken. Hm. Fahrzeugeinstellung, einfach ein bisschen normal denken. Ich glaube, die Menschheit ist manchmal zu studiert, um die einfachen Dinge noch zu sehen. Ich glaube, heute ist es noch viel schlimmer. Hast du recht. Das Ding, was du gemacht hast mit dem Berger, wo ich gesehen habe, wo der Berger sagt, die Wege gehen weg vom Menschen, vom Fan. Genau so ist es. Du brauchst nicht den Motorsport, wo Hunderte von Millionen kosten. Der Fan will das nicht. Nee. Der Fan versteht natürlich auch die Elektronik nicht, weil du nicht reingucken kannst, absolut, du hörst das nicht. Absolut. Diese feinste Regelung kriegst du nicht absolut, mehr mit. Ne? Absolut. Das ist schwieriger. Da Gerhard absolut recht, weil in gewissen Sachen, wo er da sagt, das ist die völlig falsche Richtung, wo das geht. Und ich glaube, er ist ja auch so, überall, wenn Werke drin sind, geht viel kaputt. Weil in einem Werk hast du halt nicht mehr, das ist nicht unsere Gattung. Im Werk hast du viele Fremdeinflüsse, viele Menschen, die irgendwie halt ohne mit Herzblut dabei sind. Für mich ist Motorsport Herzblut. Genau. Wie jede Sportart auch sonst. Für die Werke ist Motorsport Marketing-Tool. Und wenn das Marketing woanders hingeht, wird der Motorsport fallen gelassen. Das war immer so. Und die Werke haben es dann kaputt gemacht, absolut, weil die haben die Kosten explodieren absolut lassen. Absolut. Und dann haben sie es fallen lassen. Absolut. Dann waren die Privatteams, die es nicht mehr leisten konnten. Und standen da vor dem Scherbenhaufen. Und schön ist halt dann immer wieder, wenn man dann eben so Sachen sieht, wo damals dann eigentlich 84 aufgebaut hat bei Brun, all diesen Weggenies, ich meine, das sind ja Ingenieure, die sind ja nicht ohne, das sind ja alles Genies, ja, ohne Frage. Aber die sind teilweise zu gut oder zu große Genies, um das dann zum Ende durchzudenken. Mhm. Weil du musst es dann eben bis zum Schluss durchdenken. Sonst geht es nicht. Und bei uns, es war ja so, der Porsche, da hat man sehr früh erkannt, dass wir eigentlich aerodynamisches Untersteuern hatten. Also nicht mechanisches, sondern aerodynamisches. Nee, zu wenig, ja. Ab gewisser Geschwindigkeit hat das Fahrzeug die Tendenz, Richtung Kurvenausgang zu gehen. Für den Fahrer anscheinend sehr unangenehm. Fahrer, bitte korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Untersteuern ist, glaube ich, für einen Fahrer nicht gut zum Fahren. Also, da habe ich dann mit dem Walch mal eine längere Diskussion gehabt. Da habe ich gesagt, da vorne drauf, da muss der Flügel. Und der Walch und die waren uns absolut einig. Und ich habe gesagt, und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ich habe zu Hause einen Flügel von Maurer. Noch von Südafrika. Ich dachte, jetzt kommst du mit dem zerbogenen Ding vom ATS. Ja, den hat man damals schon weggeschmissen in Argentinien. Dann hat man damals, glaube ich, in Argentinien weggeschmissen. Und da ist er. Da ist der. Ich stehe schon die ganze Zeit hier. Dieser Frontflügel, das ist vom Heckflügel von Maurer, wo der Stefan gefahren hat in der Formel 2. Das ist kein Witz. Das hört zum ersten Mal. Das war bei mir oben am Lager. Das habe ich mitgenommen
nach Freiburg und das haben wir in Spa 1984 zum ersten Mal eingesetzt mit großem Stuck. Und der Porsche war anders. Porsche was not amused. Warte, oh, so in Norbert Singers, in Norbert Singers Fachgebiet reinpushen, das mag das macht er gleich nie. Das. Porsche was not amused. Absolut not amused. Ästhetisch, formal, wie auch natürlich wissenschaftlich nicht. Ja, die Fahreraussagen waren ganz klar von Harald wie von Stuck wie von Walti. Also, das Auto ist ganz anders zu fahren. Die Rundenzeiten waren auch entsprechend besser, also das war klar. Und übrigens, wir haben das angeschaut, wir haben gewusst von England, dass der Richard Lloyd kennen, die haben Testfahrten gemacht in Silverstone. Hm. Mit einem riesen Frontflügel. Im 956. Und da haben wir Fotos, geschaut, dass wir Fotos kriegen. Und haben wir und der Pauli gesagt, nein, sicher nicht. Okay, ich komme raus nach Gundelfingen und dann haben wir den Flügel, das hat genau gepasst. Das hat, haben wir nicht herstellen müssen. Da haben wir gesagt, so, etwa da. Optisch gehört es genau dahin. Das schaut gut aus, sponsoringmäßig gut und da muss er sein. Nur aus dem Gefühl. Weil, ja. Und dann haben wir das gemacht, dann haben wir noch ein paar gebaut. Gut, dann kam Imola. Dann kam Imola. Stockbelov, Dream Team. Das ist natürlich mit dem Stefan und mit dem Stock war das für mich emotionell schon mal sehr speziell, weil was ich alles mit Schlitzer erleben durfte, was er für mich getan hat, mit der Geschichte mit Stefan. Und jetzt die zwei noch in einem Auto, noch bei Brun, in einem deutschen Team. Unglaublich, oh. Emotionell, boah. Daneben sind die Werke. Da bist du ja als kleiner eher ein bisschen Depp manchmal, oder? Und schon, jeder, nicht falsch verstehen, all die Ingenieure im Werk sind Top-Leute. Ja, naja, klar, die entwickeln ja die Dinge. Da brauchen wir drüber überhaupt nicht reden. Aber es braucht im Motorsport manchmal ein bisschen Mut, weggehen von gewissen gelernten oder eingeprägten Ideologien. Und der Roy Topp hat mir mal eines gesagt. Roy Topp, nehmen wir uns zurück, Chefmechaniker bei ATS dann mit Joe Ramirez. Der hat mir einmal ganz am Anfang bei ATS gesagt, Bruno, there's only one thing which counts in racing. Only one. That's the clock. It doesn't matter what anybody says. The only thing which counts, that's the clock. Nur die Zeit. Ja. Die Zeit sagt, bist du schneller oder langsam. Klar wissen wir auch alle, dass das nicht immer stimmt, weil gerade bei Langstreckenrennen ist manchmal eine vielleicht Zehntel, zwei, drei Zehntel Sekunden langsamer auf die Dauer mit den Reifen heute ja sowieso. Wieder eine andere Geschichte. Aber diese Frontflügel, gut. Wir haben Training. Imola, ja, und eigentlich glücklich war Stefan nicht. Mit dem? Ja, das Ding. Und da habe ich gesagt, komm, Frontflügel drauf. Scheiß will ich nicht. Funktioniert nicht. Ja, versucht. Er wollte die Front mit dem Frontflügel nicht am Auto haben. Nichts um der Welt. Gell? Ich denke, Scheiße. Wie können wir den Stefan beibringen, dass er das versucht, gell? Dann plötzlich kam der Klick, gell? Er hat ja seine Erfolge mit Maurer nie vergessen. Das war für ihn, glaube ich, sehr, sehr, sehr speziell. Angelika, du weißt es, glaube ich, noch besser. Du kannst die Geschichten wahrscheinlich, was er dir am Abend erzählt hat und so, noch besser sagen, weil ich glaube, private Emotion ist mal was ganz anderes als Emotionen mit Journalisten oder mit Teammitgliedern und so. Aber ich denke, Maurer war für ihn schon eine spezielle Station in seinem Leben, wo er das erste Mal Menschen beweisen konnte, ich bin schon ein bisschen besser als du. Und Stefan, du bist es schon gefahren. Ja, du Arschloch, du. Ja, du Arschloch, du. Genau. Sag ja. Ah, so ein Schmarrn. Erzähl doch keinen Scheiß, sag ich doch. Am Maurer aber hinten, Carsten. Der Name Maurer ist gefallen. Und er saß im Auto. Stefan im Auto.
Ich habe in seine Augen geschaut. Die Augen hell erleuchtet, hellwach. Montieren. Das Wort Maurer. Moment, bin denn gefahren, gell? Gut. Und es ging ja bestialisch dann, gell? Er kommt rein, Türe auf, schmeißt mich zur Seite. Denke, scheiße, es war eigentlich gar nicht gut. Brandgefährlich oder irgendwas, gell? Geht zu Porsche runter und sagt, welches Arsch hat dir gesagt, dass das nicht funktioniert? Also mal kurz nochmal Zinger durch die Hintertür entschwinden. Und aber, der also, Name von der Person, die die Testfahrten anscheinend gemacht hat, wie ich informiert bin, der tun wir jetzt hier nicht nennen. Das ist dann eine weitere Geschichte. Porsche hat es für mich nicht verstanden, den Stefan ernst zu nehmen. Hm. Die haben es nicht verstanden, bis auf Klaus Bischoff. Ja, die waren ja ganz eng, ne? Und da mag jetzt der Klaus sein, wie er will. Mhm. Auch wegen Klaus, denke ich, kam der Stefan zu Brunn. Mhm. Weil der wusste, bei uns darf er Spaß haben, bei uns kann er sich entfalten. Und das hat das Weg nicht verstanden, ihm diesen Background zu geben, diesen Halt zu geben, dass er ernst genommen wird. Das war halt so. Und das haben viele, das ist bei Sauber dann passiert. Der Max Welti wollte mich schon lange bei Sauber haben. Weil ich konnte immer gut mit Leuten. Ich konnte Leute begeistern, ich konnte gut mit Leuten. Ich wusste, wer gut ist. Auch wenn ich vielfach der Schlechteste war im Team. Ich wusste aber, der da, das ist der Beste. Das ist manchmal die größere Stärke, oder? Dass man und Leute vielfach im Motorsport sind ja die Menschen, die sind alle, ich bin der Größte und so. Genau, und ich bin halt vielleicht da der Bescheidere gewesen immer. Aber ich habe gewusst, den und den und den brauche ich halt. Und dann sage ich zum Max, hat er gesagt, du, wir haben, der Leo Rees hat so ein tolles Auto, die Leute sind alle begeistert und wir sind nicht schnell. Wir sind nicht schnell. Jetzt kommst du zu uns und sagst, ja, ich mache das Auto auch nicht schneller. Du hast ja gute Leute, ihr habt ja gute Leute. Was ihr braucht, sind gute Rennfahrer. Jetzt ist die Sportwagen-Weltmeisterschaft nicht mehr ein Altern. Weltmeisterschaft. Jetzt sind junge, schnelle Formel-1-Fahrer gefragt. Die neue Generation, ne? Jackie X, Jochen Maas, die waren... Das war dann durch. Out. Das war out. Das waren tolle Fahrer, das gar nichts. Aber mit diesen Fahrzeugen, mit dem Downforce, da waren die völlig überfordert. Und da sagt Max ja wen? Sag ich, red mal mit dem Mike Sackwell. Ich weiß, der will bei Jaguar weg. Red mal mit ihm. Und das war dann die Geschichte vom ersten WM-Sieg von Sauber am Nürburgring beim Regen. Das ist dann so, du brauchst dann dort wirklich die Piloten. Und das ist natürlich so mit Stefan, da haben wir 3 Jahre gelebt. Ja. Mit seinen Erfahrungen, die haben wir dann 1985, 1986 ganz klar mitgenommen. Mhm. Und Striezel, der hat mir immer gesagt, er ist von einem anderen Planeten. Der Striezel hat immer gesagt, ich kann den nicht die Stange halten. Mhm. Ehrlich. Mhm. Und ich meine, Striezel ist verdammt schnell gewesen im Porsche auch. Aber der war einer der Fahrer, der immer gesagt hat, der ist von einem anderen Planeten. Der war anders, das ist so. Das ist, und unter Rennfahren ist sehr viel halt Neid, ganz klar. Konkurrenzkampf. Und da muss ich schon sagen, ich glaube, da ist Stuck einer der wenigen, die hatten das definitiv nicht. Definitiv nicht. Ein junger Rennfahrer mit Stuck, ich glaube, das war auch für den Stefan sehr speziell mit Stuck zusammen. Hm. Weil Stuck hat ihn akzeptiert. Und wenn plötzlich ein Vorbild dich fragt, wie fährst du das da und das da, ich glaube, das hat dem Stefan gewaltige Flügel verliehen. Mhm. Ja, der Respekt klar, plötzlich, oder? Dass dir ein Vorbild seinen Respekt gibt, das er bis jetzt bei Porsche nicht gehabt hat. Denke ich. Ich war nicht dabei bei den Sachen, aber und ich glaube, der Bischof hat das sehr früh erkannt. Ja, und dann kam dieser erste Sieg in Imola.
Und wir haben ja das Problem gehabt, der Stritz ist dann leider in einen C2 hinten reingefahren, kam rein an die Boxen und wir haben die Front nicht mehr montieren können. Weil es verbogen war. Ja. Konnte es nicht mehr montieren. Zuerst eigentlich aufgeben, ich habe gesagt, die geht nie auf. Ich gebe auf, wenn ich tot bin, vor der gebe ich nicht auf. Und dann konnten wir den linken Pin konnten wir mit viel Mühe reintun. Also auch mit ziemlich viel Murks. Und den rechten habe ich heute noch meinen Durchschlag, so ein großer Durchschlag. Vorschlaghammer genommen und ins gesunde Aluminium reingeschlagen. Ja. Dann habe ich gerufen, Tanktape. Kein Rakus, das meine ich mit Tanktape, Klebeband. Bin ich reingerannt an die Boxen, Klebeband geholt und da gibt dann diese Bilder, wo du siehst, wo die Front mit dem Klebeband drüber, wo den Stift hält. Wir haben das Rennen gewonnen. Unglaublich, oder? Und oder? Die Leute, da waren auch zwei von Porsche dabei. Das vergesse ich nie mehr. Das war meine Stärke. Hm. Nicht aufgeben, wir geben nicht auf. Wir geben erst auf, wenn das Ding überhaupt nicht mehr geht. Das kann man auf drei Rädern kannst du gewinnen, wenn es sein muss. Und speziell, wenn du ein Stocki oder ein Bellof drin hast, dann ist das einfach andere Dimension. Die Toyota hätte dich gebraucht in Le Mans, jahrelang. Wo Porsche bis zum Schluss gekämpft hat. Und dann es ist immer ein Team, aber das war schon gut. Und dann ich habe nie aufgeben, das hat es bei mir nicht gegeben. Gab es nicht. Aufgeben gibt es bei mir nicht. Das gibt es nicht. Und dann gehen wir immer dieses Rennen. Der erste WM-Sieg für Brun Motorsport. Und dass das dann genau Stock und Bellof noch ist, ist natürlich für mich noch mal eine ganz andere Liga. Ganz andere Emotionen. Das war schon... Die Geschichte von Brun ist eh wie so ein Drehbuch, was ein bisschen übertrieben ist eigentlich. Wäre der Walti nicht wie er wäre, hätte mir das nie leben können. Mhm. Er hat dann natürlich auch die andere Seite leider erleben müssen, wenn dann eben nimm Leute an der Seite, als es die nur mit dir gut meinen. Wir damals, wir waren einfach wirklich ein Team, wie alle miteinander fast verheiratet, mit allen Wenn und Aben und Streitereien, die es normalerweise immer gibt. Ja, es gab ganz zu Beginn zum Beispiel, ist uns der Ivar Rietström, der LKW-Fahrer, nach einem Disput mit dem Peter davongelaufen. Von einer Minute zur anderen haben wir keinen LKW-Fahrer mehr gehabt. Weil der Ivar hat sich mit Peter und mit irgendwie verstritten, keine Ahnung wieso. Ich habe einen LKW-Führerschein gehabt, das hat aber niemand gewusst. Aber ich konnte ja nicht alles. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist ein LKW-Fahrer. Das geht nicht. Oder? Und es ging Wegfahrt nach Monza, wer fährt. Und nach Stunden habe ich dann gesagt, okay Leute, ich habe einen LKW-Führerschein. Peter, du weißt, was das heißt. Ich kann nicht Chefmechaniker sein, LKW-Fahrer, Mädchen für alles. Das geht nicht. Geht nicht. Ich brauche dann eure Unterstützung. Weil ich bin schon lange kein LKW mehr gefahren. Ich tue es. Aber bitte denkt daran, das ist nicht meine Welt. Gell? Ich mag mich schon gar nicht mit Zollleuten streiten. Überhaupt nicht. Ich habe ein Graus vor Zollleuten, das ist eine andere Liga. Und dann ist Gott sei Dank der Ignaz mit mir gegangen. Und mit Ignaz ist ja, wenn Ignaz mit dabei war, dann hat das einfach geklappt. Gell? Dann war das heile Welt. Mit Ignaz im LKW, das war lustig. Also Ignaz im Dinotto. Dinotto. War ja auch schon bei mir. Kann man auch schon hören. Ja, ich meine, genau. Der Dinotto ist ja auch, das ist halt menschlich auch unglaublich speziell. Wenn du den im Team hast, dann hast du mal schon... Aber im Positiven speziell, ne? Da hast du 50% weniger Probleme als ohne ihn. Da hast du auf jeden Fall schon mal 100% Wärme und Menschlichkeit da im Team. Ne? Der Typ ist sensationell. Mit Ignaz, ich kenne keinen, der mit dem nicht kann. Das glaube ich. Gibt es nicht. Ja. Das ist so ein wunderbarer Mensch. Das ist der... Ja, und der war bei uns natürlich schon. Wenn ich dann bei gewissen Leuten manchmal die Geduld nicht gehabt habe mit Jüngeren, die halt dann lieber in der Kamera gestanden sind oder so, der Ignaz hat das immer ganz schön auf seine Weise gelöst und dann war wieder Frieden. Und mit ihm war man wirklich Hammer. Darum, ich sage, das Team, das wir gehabt haben, hat jeder seine großen Stärken gehabt mit wirklich dem
dem ruden Paul Ignatzke, ganz klar. So, dann bist du auf einmal LKW-Fahrer geworden. Da war ich LKW-Fahrer, ja. Dann ich komme nach Letzten. Also zuerst haben sie uns nicht über die Grenze gelassen. Ignaz und die, und Ignaz kann Italienisch und da taucht das ja kein Problem. In Dänemark haben wir keine Jacken und keine T-Shirts mehr gehabt, haben wir alles gegeben. Den Zollleuten, gell? Das Bestechen ist auch nicht mehr gegangen. Nein, die Dokumente stimmen nicht. Ignaz, ich weiß nicht mehr, aber ich denke, es waren 10 Stunden sicher, sind wir da gestanden im Chiasso. Da kommt ein neuer Zöllner und sagt, ja, da passt ja alles, ihr könnt fahren. Mein Traum. Und wir haben Torno, Gaccia, Kaffeemaschine, also alles drauf gehabt, alles Italienische. Und die Italiener sagen, ihr fährt da nicht rein. Gut. Und ich komme, Hammer, oder? Carsten. Ich komme nach Monza als letzter LKW ins Fahrerlager. Wie der allerletzte Depp habe ich den LKW da reingefahren. Ich habe mich geschämt. Ich glaube, ich war hochrot angelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich gebraucht habe, bis das Ding, das Scheißding da endlich drin war. Wir haben ja einen tollen neuen Iveco gehabt damals. Von Walti. Und ich war froh, als das Ding drin war. So, wir sind da. Aber ich glaube, jeder LKW-Fahrer, der damals in der Gruppe C drin war, der hat sich über den Flückiger dumm und dämlich zu Tode gelacht, wie dämlich er den LKW da reinparkiert hat. Nein, das war der Nachteil, wenn du als Letzter hinkommst. Dann waren wir in England, da war die Marina mit, ja. Und da haben wir beim John Bull ein neues Zelt machen lassen. Da musste sie in England durch die Prärie da noch fahren, gell. Das war da bei Woking, da bin ich tanken gegangen, gell. Fahr hin. So den LKW so rechts, also vorne so gegen rechts abgebogen, dass ich wieder rausfahren kann. Und dann tankt. Will ich rausfahren, muss ich ja bis etwa vielleicht 5 Meter retour fahren. Plötzlich haben sie geschrien und gemacht und gehupt und gemacht. Und dann, jetzt ist einer, das war eine Audi-Werkstätte, mit einem neuen Audi mir hinten hergefahren. Ja. Den habe ich ja gar nicht sehen können. Natürlich. Von vorher bin ich ins Auto, ja. Da war keiner. Ja. War ich dem auf dem Kotflügel oben. Der Werkstattchef kam dann gleich und hat dann gesagt, nein, ich habe zugeschaut, Ihre Schuld ist es nicht. Das war unserem Kunden. Der ist wirklich genau hingefahren, als Sie wegfahren wollten. Also, Sie waren schon, die Retourleuchte war schon an und er fährt noch hin. Aber es war dann einfach der Kotflügel war hin. Ja, das war dann meine LKW-Karriere. Dann bin ich, glaube ich, 4 Rennen oder so. Und dann haben wir wieder einen LKW-Fahrer gehabt. Da kam der Franz von Schnitzer und dann war wieder alles palettiger. Das war so das 84. Da wurde man zwar nur Dritter. Ich glaube, Harald hat das Rennen gewonnen damals. Nannini wurde Zweiter, Stefan Dritter, Norrisring, das erste Rennen. Und da durfte ich fürs Team mit dem Stefan aufs Podest. Und da gibt es einen Film und ja, das ist immer ein ganz spezieller Moment, wenn du mit dem Stefan als Mechaniker auf dem Podest sein darfst. Gell? Ganz, ganz spezieller Moment. Das glaube ich. Da bin ich eigentlich immer noch Fotos am Suchen, ob jemand wirklich ein Foto hat, wo wir vier auf dem Podest sind. Ich kann es vom Film rausnehmen, aber das war emotionell, auch wenn es in Anführungszeichen nur Dritter war. Sehr emotionell. Ja, und dann kam die 84er-Saison, die war schon gut, gell? Deutscher Meister, erster WM-Sieg, sehr gute Rennen, also viele, viele Plätze um den ersten 3. Wir waren dann plötzlich wer? Brun Motorsport war dann wer? Hat das irgendwas im Team gemacht, dass auf einmal die Erfolge da so reingeprasselt sind? Also ich meine, die Sponsoren standen Schlange, es wurden immer mehr Autos eingesetzt. Gab es Le Mans, wo er 1962 eingesetzt hat, was er, das war 87. 87, genau. Da fragst du mich besser nicht über das Jahr 87, weil du glaubst es nicht, ich habe null Erinnerungen an 87. Weil du wahrscheinlich nur gearbeitet hast. Kann sein, aber es war auch das Jahr, wo ich gesehen habe, jetzt ist die Brunwelt nicht mehr meine Welt. Das habe ich dem Walti auch gesagt. Jetzt sind Leute im Team, das ist nicht mehr meine Welt. Mhm. Absolut nicht mehr. Ich habe immer im Team Stützpunkte gebraucht, wo du dich hundertprozentig verlassen konntest. Und wir haben dann in Le Mans damals 87 Mechaniker gehabt, die haben in Turboladergehäuse Aluminiumschrauben reingeschraubt. Und dann wusste ich, Bruno, jetzt tust du dich besser vom Team entfernen, weil die Verantwortung kannst du nicht mehr übernehmen. Du brauchst erfahrene Menschen, sonst geht es nicht. Mhm.
es geht sonst nicht. 87 hat dann das Fass eindeutig zum Überlaufen gebracht, ja. 85 war dann dieses Scheiß-Reklamar mit, glaubt, da gibt mir wahrscheinlich jeder Rennfahrer recht, wenn du Sprit, du bist Rennfahrer und da musst du schauen, wie viel Sprit brauche ich. Würde heute in die heutige Zeit passen, kann man sehr an Herrn Scholz, an Frau Baerböck und Habeck. Das wäre was sie vielleicht machen könnten. Das hört man auch oft in Bundestagsreden, dass die noch der Gruppe C hinterher trauern. Habe ich neulich Annalena Baerbock gesagt, ach, die Gruppe C war so schön. Nein, also die hatten da gut einpasst, diese Regierung. Die waren wirklich ganz, ganz toll. Ja, und das willst du dann. Jetzt hast du Buzen, Bellof und dann musst du sagen, du fahr bitte nicht zu schnell, weil das ist so der Blödsinn. Das war ja auch ein totales Versagen von der FIA, was soll der Quatsch. Ja, und dann halt, ja, da kam dieses 85, wo mit unserer Tragödie von Le Mans. Da verweise ich aufs Buch, das kommt, weil da wird die Geschichte drin sein, wie ich sie gesehen habe und wie sie, glaube auch Angelika, ich tue das im... Du meinst die Tragödie Spa? Ja, in die Spa, Spa-Tragödie ja. Natürlich. Ich meine, ich habe Stefan erlebt, als er abgeflogen ist im Maurer. Damals wurde der Mike in dem Rennen Dritter bei uns. Die Kombination ist gefährlich. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass man da nicht überholen kann. Das beweisen hunderte von Filmaufnahmen. Dort überholen, das ist möglich, wenn alles passt. Aber die Geschichte, bitte kauft dann das Buch 2025. Jetzt noch ein bisschen unter Deckel. Da tue ich mit der Angelika wirklich das Aufarbeiten, wie wir das wirklich erlebt haben. Und das wird vielleicht viele Menschen überraschen, dass da wirklich eigentlich... Und in dem Buch geht es aber die Geschichte dahin bis zum Unfall. Ja. Worüber wir, glaube ich, jetzt reden können, auch wenn es natürlich schrecklich ist. Du hast den Unfall tatsächlich auch von der Boxengasse aus erlebt, oder? Du hast ja also... Also ich habe, als der Unfall passiert ist, gerade nicht hingeschaut. Mhm. Sie sind vorbeigefahren und ich habe dann, ich glaube, der Jürgen Kühner oder das hat mich was gefragt und ich habe nur noch dieses Bumm gehört. Mhm. Das ist bis heute bei mir drin. Bumm, ich schaue und dann... War ich schon eingeschlagen, ja. Wir haben nur am Vortag sind wir zusammen auf der Boxenmauer gesessen, haben den Formel-2-Unfall von ihm noch miteinander damals diskutiert. Ich glaube, jeder Fahrer ist sich da bewusst, dass die Eau-Rouge speziell ist. Mhm. Und aber ich denke, du wärst ein schlechter Rennfahrer, wenn du sagst, da geht es nicht zum Überholen. Wie ein Fußballer. Der versucht auch aus jeder Position ein Tor zu schießen. Ich habe da meine eigene Meinung, meine eigene Geschichte und die deckt sich zu 100% mit der von Angelika. Und ich werde diese Geschichte auch nur im 100%igen Einvernehmen mit der Angelika veröffentlichen, weil wir, glaube ich, die zwei einzigen Personen sind, die die Momente, bevor Stefan ins Auto ging, erlebt haben. Und dann werden viele, viele Menschen verstehen, was da eigentlich abgelaufen ist. Aber dem Stefan eine Schuld zu geben, finde ich von vielen Fahrern extrem traurig, weil jeder Rennfahrer geht wie ein Bergsteiger. Meine Partnerin, die Caroline, ihr Papa ist ein ganz bekannter Bergführer, der Klaus Heu. Ich glaube, Bergsteiger und Rennfahrer, die haben für mich eine ähnliche Mentalität. Sie wissen die Gefahren ganz genau. Sei es jeder, sonst steigt man da nicht rein. Jemand, der in die Berge geht, weiß auch, dass es vielleicht mein letzter Aufstieg ist. Wenn ich einen Fehler mache oder etwas fällt runter oder etwas bricht ab, die Menschen haben ein anderes Lebensgefühl als vielleicht wir zwei, wo vielleicht in so Momenten viel mehr mit der Angst leben. Ich habe oft schon mit meinem Fastschwiegerpapa über so Sachen geredet. Sie denken anders. Sie denken anders. Und es gibt, glaube ich, keinem Menschen ein Recht, über Sachen zu urteilen oder zu beurteilen, wo er die Hintergründe nicht gekannt hat. Ja, es war sicher ein ganz, ganz schwarzer Tag für Brühl Motorsport, für uns alle, für den deutschen Motorsport, für den internationalen Motorsport, weil der Stefan natürlich
eigentlich einen ganz anderen Abgang von dieser Welt verdient hätte, weil er halt, er war außergewöhnlich. Er war ein absoluter Überflieger. Ja, der Moment geht bei mir heute, also merkst du vielleicht Emotionen, das ist dem, gibt es mal nie. Er war der Überflieger schlechthin. Ganz klar. Du bist auch direkt zum Auto gelaufen, oder? Als das Rennen abgebrochen wurde. Du bist natürlich, als das Rennen abgebrochen war, bin ich zum Auto. Da ist Stefan eigentlich, das darf man auch sagen, friedlich da gelegen, wirklich friedlich im Auto gelegen. Und mein Mechaniker, mit dem ich rüber bin, der Jürgen Kühnert, hat völlig durchgedreht, komplett total durchgedreht. Und dann war es meine Pflicht, zu ihm zu schauen. Hm. Weil um Stefan haben sich die richtigen Leute gesorgt. Hm. Da hat es mich nicht gebraucht. Und für mich war klar, jetzt ist er in einer anderen Welt. Und ich habe mich dann wirklich eine Stunde mit dem Jürgen halt über Gott und die Welt unterhalten. Und es ist dann, ich war lange auch in der Feuerwehr bei uns in der Gemeinde im Schnelleinsatz, wo wir auch Todesfälle gehabt haben. Und da haben wir genau uns hier immer mit meinen Kameraden hier getroffen. Und dann hat man versucht, miteinander das Ganze zu verarbeiten. Mhm. Der eine empfindet es so, der andere so. Wir haben einen Lehrling mal bei einer Explosion lange noch betreut. Das haben viele von meinen Feuerwehrkameraden nicht, glaube bis heute nicht verarbeitet. Das ist schwierig, ja. Ich kann das, denke ich, gut, wenn es fremde Menschen sind, wo ich keinen Bezug habe. Mhm. Kannst du es besser verarbeiten und verdrängen, als wenn du Menschen kennst. Ich kann dir nicht sagen, wie ich reagiere, wenn ein Familienmitglied von mir was zustößt. Keine Ahnung. Mhm. Carsten, ich weiß es nicht. Ich weiß genau, wie ich reagiere, wenn jemand fremd, da kann ich jede Hilfeleistung anbieten, weil da funktioniere ich. Eigene Menschen, keine Ahnung. Stefan war ein Freund. Und wenn plötzlich das, ja, der Moment gekommen ist, das ist dann schwierig, sehen wie im Berg, wenn man mit jemandem, der abgestürzt ist. Ich habe das leider auch erfahren müssen mit meinem Schwiegerpapa, sein bester Freund, verunglückt ist, und du gehst zu seiner Frau und überbringst es. Mit Freunden ist es was ganz anderes. Hm. Und darum, ich tue immer wieder sagen, ich glaube, Bergsteigen und früher Autorennen fahren, ich glaube, heute trifft das nicht mehr immer zu. Das sind Menschen, die sind sich sehr wohl der Risiken bewusst. Die Rennfahrer damals haben ja auch ganz anders gelebt. Also haben wir am Limit gelebt. Absolut. Und was auch noch so etwas ist, der Stefan, wie der Mike, wie der Stuck, Harald, alle anderen, Stanley Dickens, Slim, Manfred Winkelhock, wie sie alle heißen, oder der Marc Surer, Christian Danner, die haben auch immer gesagt, schau, du bist nie schuld. Auch wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Zu dir als Mechaniker. Ja, ja, du bist nie schuld. Du machst dir auch nie ein Gewissen. Nie bitte. Ich weiß, es ist ein Sport, der ist gefährlich. Ich habe entschieden, den auszuüben. Ich will nie, dass du Schuldgefühle hast. Nie. Die Schuldgefühle hättest du trotzdem. Oder wenn du der bist, der die Hinterachse nicht festschraubt oder die Bremse. Keine Frage. Keine Frage. Schlägt irgendwo ein. Aber, keine Frage. Aber ich verstehe die Denke dahinter. Das ist wie Kampfpiloten eigentlich. Ne? Den Kampf, auch, Das können ja auch nicht die Bodenkuh, ist auch nicht verantwortlich. Und es ist natürlich so, wahrscheinlich haben diese Menschen, auch wenn der Stefan nicht so alt werden durfte, oder viele Bergführer auch nicht, oder Bergsteiger, die haben wahrscheinlich in der Zeit vom Leben viel mehr erlebt als ein 80-Jähriger, der sich einfach immer nur im Bürosessel im Bundeshaus oder so zurückgelehnt hat. Ich meine, die haben was erlebt, also die haben ihr Leben leben dürfen. Und ich glaube, es gibt niemandem von uns das Recht, dann Menschen so zu verurteilen. Ja. Hast du Jackie X noch vor Augen, wie der aus dem Auto ausgestiegen ist oder wie der sich verhalten hat oder wie das war? Wie gesagt, ich habe mich da wirklich, für mich war Jürgen, ich habe noch jede Sekunde mit dem Jürgen in Gedanken, weil der wirklich, der war völlig komplett von der Rolle, total. Mit Dix habe ich dort nicht gesprochen, für ihn war das sicher genauso schrecklich, keine Frage. Ja, klar. Ich glaube, keine Frage, also ich würde auch nie
dem Jackie unterstellen. Ich möchte mal noch mit Jackie unter vier Augen das mit ihm zusammen verarbeiten. Das würde ich sehr, sehr gerne. Ich denke, das wird auch mal passieren. Aber ich würde nie irgendwie mehr das unterstellen. Um Gottes Willen, nein. Ich finde, ehrlich gesagt, man tut ihm auch Unrecht, wenn man das machen würde, weil, und das sage ich immer wieder, er saß ja nicht in dem Panzer, sondern er saß im gleichen Material. Er hätte ja auch draufgehen können. Du kannst ja beim Zusammenstoß kannst du nicht kontrollieren, welches Auto jetzt vor der Bande einschlägt. Und er saß in der gleichen Aluwanne. Die Angelika sagt das eigentlich immer sehr lieb. Sie zwei werden das mal irgendwo da oben miteinander ausmachen. Ja, das stimmt. Ich glaube, Sie zwei, die werden das da oben bereden. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Ja, und dann kam, es war dann auch Joe, ich bin ja sehr gut mit dem Joe Gardner befreundet gewesen, aber auch heute noch Kontakt zu seiner damaligen Partnerin, zu Doris. Wir haben vier tolle Momente zusammen erlebt auf den Rennstrecken. Und der Joe hatte am Tag nach Le Mans, waren wir zusammen nach Bern gefahren, seine Onkel und Tante besuchen. Und vor ein paar Wochen, als ich in England war, ganz gut befreundet war damals der Stuart Dent, der Journalist vom Autosport, von der englischen Zeitschrift und später vom Formel 1 Magazin. Und der Stuart war damals auch vor Ort in Le Mans, ich war ja auch vor Ort, aber war bei Brun damals. Hab das alles mitgekriegt und Stuart hat dem Joe versprochen, sollte mal etwas passieren, dann schau du bitte zu Doris. Und der hat er nicht gemacht, weil er war zu emotional. Und die Doris hat ihm dann mal gesagt, wo warst du? Wo warst du, als ich dich gebraucht hätte? Und das geht dem Stuart bis heute nach. Gell? Das geht bis heute ihm nach. Wo warst du, als ich dich gebraucht hätte? Und dann kam die Geschichte mit Winkelhock. Die hat auch wieder, da habe ich bei mir ganz spezielle Emotionen. Ich habe ja für den Manfred damals bei Cassani das Auto gemacht, am Nürburgring. Also steile Geschichte, die darf man heute erzählen. Paul Rosche, Nockenpaule in Ehren. Der war ja mit Winkelhock und Surer, glaube ich, war der Paul mit der größten Förderer. Also ich glaube, ohne Paul Rosche wäre Surer nie so weit kommen in der Formel 1 dann, gerade mit Brabham und so, oder auch der Manni nicht. Für Manni habe ich übrigens mal einen Einsatz gemacht bei ATS in Kailami, da habe ich noch in Südafrika gearbeitet. Und dann hat mich der Paul Owens, der war damals dann Teammanager bei ATS, gefragt, sie haben zu wenig Mechaniker für die Boxenstopps, ob ich da helfen könnte. Und hat sich geglaubt, weiß ich gar nicht mehr. Ist dann ausgefallen oder gar nicht qualifiziert. Das war mein Einsatz noch bei ATS BMW. Und der Rosche hat damals den Cassani gefragt, ob man nicht den RALT am Nürburgring einsetzen könnte. Weil das ist ja eigentlich genau das Auto, robust, unzerstörbar. Manfred, ich mache dir einen Motor. Ich mache dir einen Motor. Der Roy und ich mussten dann mit dem LKW rausfahren. Irgendwo in den Pampas draußen im Nürburgring zu einem Parkplatz. Und da kam so ein gemieteter kleiner LKW, Türen auf, unsere Türe auf, und dann haben wir ein Palett hin und her geschoben. Hat tatsächlich der Rosche mit seinen Leuten, dem Manfred, ein Motto gemacht. Weil er gesagt hat, wir müssen denen die Karriere retten. Wir müssen, sonst ist deine Karriere vorbei. Den Motor haben wir eingebaut und dann ist uns beim Ralter, die haben so einen Magnesiumträger gehabt, die sind viel gebrochen hinten. Und gerade am Nürburgring natürlich. Eher schlecht. Bricht das Ding, wir haben keinen Ersatz gehabt. Dann haben der Heini Malder und ich mit, glaube 40 Telefonaten, du hast ja kein Handy gehabt, geschaut, weil der vom Ariel Baxt hatte der Heini Malder einen Ralter RT1 in Glar gehabt, den Nähe von Genf. Ich habe meine Mama, meinen Bruder und eine Tante organisiert. Die sind nach Genf gefahren, Samstagabend. Irgendwie, glaube ich, um 12 oder so, bis wir nur einen Mechaniker hatten, der das ausbauen konnte. Das allein waren, glaube ich, 20 oder 25 Telefonate. Dann ist
Mama und die Tante sind dann von Genf hierher gefahren. Hier hat dann mein Bruder übernommen und ist mit meiner Mama zum Nürburgring gefahren. Und morgens irgendwie um 6 oder 7 war das Teil oben. Haben reingebaut, noch verstärkt, haben noch 2 Stahlplatten hintan. Manni kam am Morgen. Wollte er noch die Gurten einstellen? Da habe ich gesagt, nein, jetzt reicht's. Jetzt schleicht die. Jetzt bist du die Tage mit dieser Gurteneinstellung gefahren. Jetzt fährst du genauso, wie es jetzt ist. Da wurde er sauer. Der konnte ja schon sauer werden. Gell? Ja. Also Winkler konnte sehr sauer werden. Ja. Okay. Aber er war auch ein lustiger Typ. Er war ein lieber Typ, ein lustiger Typ. Und dann wird er im Rennen Dritter. Hat es gelohnt? Surer Hent oder Hentensurer Winkellok. Da, stell dir vor, mit dem alten Auto wurden wir Dritter. Das hat wirklich seine Karriere gerettet. Gut, da kam er ja, das war natürlich so, Krämer dann bei, jetzt gehen wir wieder zu den Schwung rüber zur Gruppe C, den Sportwagen. Krämer, Jöst, Brun, Lloyd, also so die Privatteams, oder? Fitzpatrick. Ja, nebst anderen. Und ich glaube, die Konkurrenz zwischen Brun und Krämer war sehr speziell. Extrem speziell bei Surer, bei Krämer. Surer Winkelhock bei Krämer. Surer nicht bei Brun. Das hat ganz klar Emotionen ausgelöst. Wieso fährt Surer nicht bei Brun? Das Dumme war dann, mich hat mal der Schweizer Blick gefragt, Bruno, könntest du bitte schauen, dass wir Informationen kriegen vom Training, von den Rennen, weil wir können keinen Journalisten zu den Rennen bringen. Haben mit Walti gesprochen, dann sagt der Walti, das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Doch, mach das. Und im Team war klar, nach dem Training, nach dem Rennen bin ich halt im Moment schnell auf der Pressestelle, gell? Bei den Interviews, bei so. Immer aus dem Durchgeben, dem Benoit. Und vielfach stand dann halt Bruno Flückiger aus. Kam nicht immer gut an. Wenn Mechaniker, Chefmechaniker plötzlich auch noch Journalist ist, kam nicht immer gut an. Ja, aber ich habe es immer nur gut gemeint. Ja, natürlich. Damit die Fahrer PR haben, ich meine, klar, das habe ich immer so vom Blick, hast du irgendwie, glaube ich, 200 Franken oder 300 Franken gekriegt. Auch noch mitnehmen, ne? Das war ein gutes Ding. Hm. Anyway, dann war dieses Rennen da Monza. Als die Bäume runtergefallen sind. Wir haben alle den Boxenstopp gehabt und Krämer noch nicht. Aha. Dieser Sturm kommt, Bäume auf die Strecke, Frontseite Blick am nächsten Tag. Baumstopp der Gegner. Bruno Flückiger live aus Monza. Surwinkloch gewinnen. Dann war Silverstone, das nächste Rennen. Stell dir vor, Frontseite, gell? Wie Bild, Frontseite. Also, die PR, die die gehabt haben. Das musst du mir vorstellen, damals für Autos. Die hätten mir Geld geben müssen für die PR, oder? Ich glaube, war sogar noch ein Bild drauf vom Auto mit, das war damals Barclay oder das war der Sponsor. Aber ja, eigentlich hätten die mir noch was bezahlen müssen für die PR. Gut, ich bin oben am LKW bei der Runde. Der Manni kommt daher und ich sage, guten Morgen Manni, wie geht's? Entweder bist du Journalist oder Mechaniker? Beides geht nicht. Dann sag ich, Manni, mit dir rede ich nicht mehr. Und ist weitergelaufen. Der war stinkesauer, gell? Denke ich, scheiße. Ich meine, wir waren Freunde. Ja, klar. Aber ja, naja, gut. Das ist natürlich schwierig, weil wenn er mit dir redet, weiß er nicht, ob das jetzt morgen in der Zeitung steht oder ob du das als Mechaniker verarbeitest, ne, die Info. Dann kommt der Sude. Dann sag ich, Marc, guten Morgen. Das war dann nicht so gut, dein Blick. Und dann habe ich gesagt, Marc, die ganze Zeit seid ihr am Jammern, dass man über euch nicht schreibt, über die Gruppe C. Dann macht es nur so dummer, dämlicher Mechaniker. Und da bist du auch noch der Depp. Mach doch du das selber. Ich könnte das zusammen selber machen. Nein, es ist ja schon gut. Und dann ist der Mann nicht tödlich verunglückt. Wir konnten das nie ausreden. Und dann kam die traurige Geschichte, da war ich ja nicht dabei, von Mosport. Da kann ich nur die Aussagen von Mike, vom Sackwell, sagen, der war bei Jaguar damals. Und Mike hat mir persönlich gesagt, schau, es ist ja schlimm, man sagt ja,
Die einen sagen, ja, ein Verschuldner von Krämer, die anderen Reifen, ist ein bisschen alles. Und der Mike sagt, ein hundertprozentiger Fahrfehler, bis wir darüber gar nicht reden. Okay. Weil er war mehrere Runden hinter ihm und er hat gesagt, er fliegt jetzt ab. Und dieses Thema hatte man bei der Fahrerbesprechung ganz klar besprochen, dass man dort nicht zu weit rechts geht. Sonst zieht es dich weg. Und der Mike, ich habe jetzt auch schon länger versucht, eigentlich mit Winkelhocks da Kontakt aufzunehmen. Das hat bis heute nicht geklappt. Weil Mike würde sehr gerne mit Winkelhocks reden, um einfach mal klarzustellen, was passiert ist. Warum wollen die nicht reden? Ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber hast du kontaktiert? Also du hast. Ich habe mehrmals dem Jockel gesagt, bitte, ruft doch mal den Mike an. Hm. Ich kann euch alle in, das müsst ihr miteinander, ich war nicht dabei, aber der Mike Sackwell sagt klar, für ihn ist klar, was der Grund vom Unfall war. Hm. Ja, vielleicht will man das nicht hören. Vielleicht will man es nicht hören, ja. Aber ich finde es dann halt nicht gut, weil du machst dir als Mechaniker ein Gewissen, du machst dir als Reifenhersteller ein Gewissen. Und wenn eigentlich ein Rennfahrer, der hinter ihm gefahren ist, sieht es wahr, dass man dann mit denen nicht redet. Finde ich schade, man sollte auch solche Sachen miteinander besprechen, vor allem mit den Menschen, die sie erlebt haben. Ich war nicht dabei, ich kann da keine Stellung nehmen. Ich würde nicht gerne, also wenn ich eine Schuld hätte am Tod von Stefan Bellof oder man sagt, ja, es könnte was gebrochen sein, ich glaube nicht, dass ich das schätzen würde. Als Mensch. Ja, Racing. Ja, dann war die Brunzeit. Dann kam natürlich der unglaubliche WM-Titel. 86, kommen wir wieder zum Positiven. Für mich ganz klar ein Geschenk an den Stefan. Ohne Stefan Bellof nie und nimmer wäre Brun Motorsport Weltmeister geworden. Nie. Weil der nie die Türen geöffnet hat. Die Daten, die wir von ihm gehabt haben, wie das Auto war, alles, also nie, das war ganz tatsächlich klar. Die Daten, wie er das Auto abgestimmt hat. Ganz das war keine Frage. Ah, okay. Keine Frage. Okay. Der hat derartige tiefe Spuren im Team hinterlassen, die haben uns in 86er Jahren mitgetragen. Und ganz sicher war er als Schutzengel mit uns dabei. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das glaube ich auch. Ich meine, dieser Jerez-Doppelsieg. Im Training sind wir in Führung. Also erster, zweiter, ich bin an der Pressekonferenz. Dann fragt der englische Journalist zum Warwick, what do you say about Brun Motorsport? Und dann sagte Derek, Brun who? Who? Brun Motorsport, first and second in practice. Who? Who? Who Motorsport? Dachte, Und sie haben auch gedacht, ja, das wird im Rennen, werden die Jaguars sehr schnell vor uns sein. Und dann passiert das Unglaubliche, der Start. Die Jaguars machen bum 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 an uns vorbei, erste Kurve, alle Jaguars ineinander und wir gewinnen, Doppelsieg. Und ich bin an der Pressekonferenz, gell? Dann sage ich, Derek, one question, what do you say about Brun Motorsport? Wo ich quasi noch amused. Kann ich mir vorstellen. Ja, das war natürlich schon speziell. Ja. Das ist übrigens da hinten ist noch der Kranz vom Sieg in Paris. Das ist der Siegerkranz, okay. Siegerkranz. Wie hast du das erlebt mit diesem Wasser im Tank, diese Geschichte? Für mich ist die auch schnell erklärt. Wir kommen am Morgen an die Boxen und die Türe zur Nachbarbox, wo Krämer war, die war auf. Mehr dazu gibt es nichts zu sagen. Wir sind am Morgen an die Box gekommen und die Nachbartüre zur Krämerbox neben uns, die war auf. Ich mache keine Schuldzuweisungen. Kann auch ein Fan gewesen sein. Aber Zufall vielleicht, weil er die Putzfrau jetzt aufgelassen hat oder so. Ne? Man weiß es nicht. Aber ganz klar ist, dass uns Wasser in den Tank getan wurde. Keine Frage. Absolut keine Frage. Da muss man vielleicht für die Leute, die die Geschichte nicht präsent haben, ihr hattet kurz vor WM-Gewinn. Hockenheim, ja. Hat der Wagen gestottert. Ihr habt dann danach, erst lange danach festgestellt. Ja, beim Absaugen dann. Ja. Der Pauli, also der Walch hat als erstes das bemerkt, ja, dass Wasser drin ist. Ja. Beim Absaugen plötzlich sagt er, du, da kommt Wasser. Krass, ne? Ja, krass. Ja, Motorsport ist nicht immer sauber, keine Frage. Also da hat es schon Gegnerschafter gegeben. Also
Ich mache da keine Schuld. Fakt ist, die Türe war auf. Die war nicht verschlossen. Und Fakt ist auch, Krämer hat uns nicht geliebt. Das ist auch ein Fakt. Aber es ist, ich glaube, umgekehrt vielleicht auch nicht unbedingt. Also wir waren schon große Konkurrenten. Ja, klar. Ganz klar. Klar. Absolut klar. Und es ist natürlich, wenn ich die Vergangenheit schaue, also ich glaube, Krämer wurde ja mal mit zu großen Motoren erwischt. Nicht mit den Porsches. Aber wer sie auch immer eingetan hat und so weiter. Ja, sie waren vielleicht schon haben schon ein bisschen gewisse Schlitzohrigkeit gehabt. Aber man darf nie irgendeine Schuldzuweisung oder so. Ich denke, das letzte Rennen, da seid ihr gegen Tom Walkinshaw, das ist jetzt auch kein Lämmchen gewesen, oder? Jetzt reden wir von Fuji, hä? Ja. Also, Fuji, da sind wir geflogen über Paris, Anchorage. Damals hast du in Anchorage noch Zwischenstation, also wir sind Frankfurt, Paris, Anchorage, Tokyo, Narita. Ja, Memorex als Sponsor, organisiert durch Gepard. Das hat Gepard, war Memorex liiert. Jelinski, Dickens, beide Fahrer robust, sicher, zuverlässig, schnell. Ja, Training eigentlich alles gut so. Ja. Rennmotor rein, dann kam beim Motor das Wasser raus. Wie aus dem Springbrunnen, gell? Pff, ich dachte, meine Güte, muss das jetzt sein? Haben wir Wasserpumpe ersetzt, in einer Zeit, ein Viertel von der Zeit, wo man es normalerweise macht. Motor gestartet, es hat, glaube ich, noch mehr Piste als vorher, gell? Roy Topp, kommen wir wieder zurück zur Formel 1, der hat mir mal gesagt, Bruno, jeder gescheite Mechaniker hat ein paar Slick. Was ist das da? Barsil, Barsleek. Jeder gescheite Mechaniker hat sowas in seiner Werkzeugkiste. Sag ich, was ist das? Ja, mit dem hat der Jackie Stewart die eine Weltmeisterschaft gewonnen. Wir hatten ein Leak bei einem Kühler. Früher hat das so ausgeschaut. Schaut aus wie ein Stumpen. Das ist einfach ein Korken. Gell? Ja, wie ein Korken und wie ein Stumpen. Wäre gut gewesen für den Stumpen. Für den Stumpen habe ich, ja. Wie ein Stumpen habe ich. Musst du immer in der Kiste haben. Wenn mal irgendwo was rinnt, Wasser, Geheimrezept. Okay? Das da ist mein Barsleek, wo ich noch von Roy Topp original gekriegt habe. Aber es ist einfach normaler Korken, oder was ist das? Ja, Ach so, das ist ein Mittel. Ah, okay, ist eine chemische Zusammensetzung. Gut. Habe ich immer dabei gehabt. Und jetzt hat es dort Pist. Das Rennen hätte beginnen sollen. Da kommt der Veranstalter in Japan, Memorex Sponsor, und sagt, wir starten, wenn ihr uns das Zeichen gebt, dass ihr bereit seid. Maximum 15 Minuten, glaube ich, haben sie gesagt. Und ich habe gesagt, okay, we give our best. Dann habe ich geschrien, holt mir alle Barsleek, dass ihr bei den Engländern finden könnt. Ich kann nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ob ihr ein eigenes mitgehabt oder nicht. Weil heute hast du es in Büchsenform. Mhm. Nicht mehr so. Und du musst das mit heißem Wasser aufrühren, ins Kühlsystem rein. Und dann verschließt das Löcher, oder was? Wenn du Glück hast. Okay. Wenn du Glück hast. Okay. Das ist eine chemische Reaktion, die dann gegen Sauerstoff draußen reagiert und sofort die Löcher verschließt. Okay. Also Chemiker sind ja da schon schlau, gell? Da gibt es unglaubliche Sachen. Ja, ich glaube, da haben wir drei Büchsen Barsleek. Jeder kann daher gerannt, wie blöd, gell? Eingefüllt. Startlinie, dann habe ich gesagt, du, Startrunde fahren, reinkommen, aufgeben, das wird eh nicht gehen. Erste Runde, der sollte dann langsam reinkommen, bevor der Motor hin ist. Zweite Runde, dritte Runde, denke ich, bist du blind oder was? Oder hast du irgendwie, ja, da muss ja schon lange im roten Bereich drin sein mit der Temperaturanzeige. Erster Boxenstopp, noch kein Problem. Alles gut. Wir haben nichts verloren und werden im Rennen Zweiter. Und dann kam das Drama mit der Runde, wo ein Fehler passiert ist. Da weiß der Peter natürlich und der Thomas die genaue Geschichte wirklich. Jürgen Barth. Und Jürgen Barth hat damit geholfen, genau. Und natürlich dann die anderen Teams auch. Mhm. Weil es half ja dann Porsche, es half uns. Genau. Porsche, glaube ich, half für den Fahrer-WM-Titel. Klar, Jaguar war dann
Not amused. Die haben einen Trick probiert, der ist nicht aufgegangen. Und dann wurde man, glaube ich, abends um 9 oder 10 wurde verkündet, wir sind Weltmeister. Und das Bauslik hat gehalten. Ja. Unglaublich, ne? Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Weltmeister, weißt du, als Privatteam Weltmeister. Ich bin dann am Morgen sehr früh runter in den Empfang zur Rezeption und habe gesagt, ich kann Englisch schreiben, ich kann Deutsch schreiben, ich kann aber kein Japanisch. Schreiben Sie mir hier Welcome Brun Motorsport World Champion 1986 und da gibt es ein Bild, wo wir dann gleich beim Empfang hintan haben. Und so wurden die Leute morgen an Empfang. Und auf der Nachhausefahrt dann, da war es so, wir haben ausgemacht beim Abflug in Tokio, wenn wir in Anchorage sind, darf der Flieger keinen Alkohol mehr an Bord haben. Der Alkohol muss getrunken sein. Carsten muss sich vorstellen, da war ein richtiges Auforgie im Gang. Und zwar Sake, da haben wir viel Sake gehabt. Gell? Ja. Und ich darf es kaum sagen, ich habe mein Wort nicht gehalten. Ich habe heute noch ein Original-Sake vom Air France-Flieger bei mir oben an der Bar. Das wird mir irgendeinmal bei Gelegenheit, denke ich, mit Angelika zusammen und mit dem Walti und mit dem Team auf diesen Weltmeistertitel noch anstoßen. Und ich muss euch jetzt allen zugestehen, liebe Brun-Team-Mitglieder von damals, ja, ich habe euch hintergangen, ich habe so eine Flasche Sake entführt. Ich habe euch wirklich hintergangen. Und da haben wir ja den Robby Zibon gehabt, gell? Anchorage. Da hast du immer diese Stempel gekriegt. Mit dem Eisbären drauf, gell? Der Robby ist hingegangen, hat seinen Pass genommen. Jede Seite voll. Er sagt, Robby, wie willst du wieder in die Schweiz kommen? Das gibt Ärger, oder? Der hat überhaupt nichts mehr gewusst. Dann wollte er an die Kasse, wollte was bezahlen, hat aber gar nichts gekauft. Und dann, also, da waren wir alle schon sehr gut drauf. Es war ein unglaubliches Erlebnis, als Privatteam, als erster Privatteam Weltmeister werden und auch noch das Weg zu schlagen. Ja, unglaublich, oder? Stimmt es eigentlich, dass die Mädels rund um, sagen wir mal, die Boxengasse immer nur nach Brunmechanikern gefragt haben? Wie war deine Frage? Dass die Mädels... Bitte? Wo arbeitest du bei Jöst? Nee, komm, zu jemand von Brun. Nein, ist natürlich klar, wir waren sicher das fröhlichste Team. Hm. Ja, waren wir sicher. Bei Brun, da durfte es schon leben, ja, absolut. Absolut. Ich meine, es war auch der einzige Teamchef mit 2 Freundinnen. Also, bei Brun durfte es Spaß haben, keine Frage. Also Norisring und so weiter und so, das waren schon immer spezielle Erlebnisse. Da waren wir wirklich eine Fangruppe gehabt an Mädels, unglaublich. Gell? Ja. Also ja. Ja. Also, gerne mal sehen, wie das damals war. Aber das, ihr erzählt alle immer so toll davon. Nein, bei Walti ist ganz klar. Also mit Walti, wir haben ja Feste, dann WM-Feiern, andere Feiern mit ihm gehabt. Das war einfach Gaudi. Und er ist mit seiner Musik sowieso, oder? Ja, ich meine, der wäre ja gescheiter, noch besser als Rennfahrer wäre ja gewesen, als Bandleader, Pepe Lienhardt Band oder was auch immer. Weil das ist ja wirklich sein Leben. Die Musik ist sein Leben. Der hat schon viele Fähigkeiten und ich finde immer, also ich muss ja auch sagen, wir sind natürlich vielleicht nicht mehr ganz neutral, was Walti Brun anbelangt, aber der ist einfach so ein Menschenfänger, oder? Absolut. Und dann hast du natürlich eben auch viele, wie sagst, die ihn ausgenutzt haben. Skrupellos. Ja, das ist skrupellos. Also das hat 87 für mich begonnen, ja. Darum bin ich dann noch in Le Mans 87 bin ich zum Max Welti und gesagt, ich komme zu euch. Da reden wir jetzt gleich drüber, du hast einmal Walti auch beschimpft. Aufs Massivste. Echt? Aufs Massivste. Wer sagt das? Sascha, erzähl die Geschichte. Carsten, du musst mir Sachen unterstellen. Ich hätte nie einen Chef beschimpft. Oje, oje. Schau mal. 84, Warsteiner Auto. Walti, Poldi, Grosse. Mhm. Walti baut einen Unfall im Training mit dem Lancia. Die rechte Hälfte vom Monocoque, vom Chassis weg, gell? Also von 1956, erstmal im Lancia zusammengestoßen. Richtig. So was, ja. Walti hat den Porsche. Abbruch, das Autoabbruch, brauchst nicht reden. Gell?
Und dann kommt der Walti mit dem Herrn Jürgen Barth, dem Großen von Porsche. Und der Jürgen sagt, nein, also bei uns, bei Porsche, da reparieren wir sowas, aber mit links. Das sagst du mir natürlich einmal, gell? Ja, ja. Ein Schrotthaufen. Habe ich gedacht, wartet ihr nur. Pauli hat dasselbe gedacht. Iggy hat dasselbe gedacht. Alle, jeder, der da vor Ort war, dachte, wartet nur. Organisiert uns die Teile. Dann hat der Jürgen Barth organisiert, dass wir zu Charado durften. In die Werkhallen. Mhm. Und dort haben sie uns den Cheffabrikator Michel zur Verfügung gestellt. Der Rando hat uns wirklich alles, wir durften alles gebrauchen. Nehmt, was ihr brauchen könnt. Das hat der Barth organisiert, weil der Rando gut kannte. Dann hat man Flüge organisiert, nach Stuttgart Teile zu holen. Und dann hat man begonnen. Und da haben wir wirklich ein paar Leute haben 4 Tage ohne eine Minute Schlaf durchgehalten. Wir waren fix und fertig. Aber die Kiste kam zum Start. Und ich weiß noch, da war daneben war sein Auto beim Rando. Schöne Werkhalle, gleich neben Le Mans. War eine Plache so drüber. Und irgendwann morgens um 2 habe ich gesagt, dann mal schauen, was da drunter ist. Sportwagen. Und genau dann, wer kommt rein? Der Jean. Und Rando ist ja der Einzige, der mit dem eigenen Auto Le Mans gewonnen hat. Und dann sagt er, was machst du da? Sag ich, ja. Ich wollte nur schauen. Sagt er, das ist MVS. Das gibt die neue französische Sportwagenmarke. Wenn du bei uns draußen schaust, Firmengelände, siehst du die Tafel MVS. Wir wurden dann MVS-Konzessionär, später Venturi. Ist uns in die Hosen gegangen. mein Bruder wirft mir noch heute vor, das war, glaube ich, meine schlechteste Geschäftsentscheidung, gebe ich ihm recht. Wir haben das damals übernommen, genau als die ganze Sportwagensache zusammenbricht. Und wir haben eine tolle Eröffnungszeremonie gehabt im Berner Kurshall. Da waren alle da, war Sauber da war Brun da war Leo da, Pipapo. Die tollste Präsentation vom Auto, aber verkauft hat man nichts. Doch, glaube ich, 2 Autos umsonst. Also, das hat uns, unsere kleine Firma, sehr viel Geld gekostet, aber es war eine tolle Erfahrung. Das war meine schlechteste Geschäftsentscheidung. MVS Venturi. Ja, und das Auto haben wir in letzter Sekunde auf die Startaufstellung gebracht. Und dann, da muss ich auch sagen, also, der Poldi, der ist ja wirklich nicht ohne. Gell? Also, da war ich total erstaunt. Moment. Das ist der Poldi, Prinz Leopold. Ja. Und der hat ja Rundenzeiten hinzugekriegt, der Walti, er und der Harald sowieso. Also, unglaublich, gell? Mhm. Das hätte es nie gedacht. Mhm. Nie gedacht. Auch ich mit meiner Erfahrung vom Motorsport hätte nie gedacht, dass die so schnell sind, die Hunde, gell? Mhm. Sind wir auf dem 4. Rang. Dann schmeißt der Walti die Kiste raus, gell? Musst du dir vorstellen, der Porsche war saublöd zum Arbeiten dran. Weil du hast diese Auslieger gehabt vom Chassis und wenn du einen Unfall gehabt hast, Riesenschaden immer. Ja, waren die ganzen Auslieger verbogen, kannst du das Chassis nicht mehr befestigen. Ne? Und die Wasserkühler und endlos arbeiten. Also wenn man das sieht, ich bin wirklich Laie, aber das hat mir tatsächlich schon mal gezeigt, diese Kühler, die liegen wirklich so weit außen. Das wurde, bei der kleinsten Berührung ist das alles da weggebogen. Ne? Nein, es war totaler Scheiß. Unkompliziert. Und aber da haben wir immer unseren Robby Zibung und so gehabt. Die haben da gerne Karosserie-Sachen und so gemacht. Und die anderen Jungs und auch Leute noch von GS und so, die haben das sehr gerne getan. Ich habe das immer gehasst wie die Pest, gell? Diese Schleifarbeiten, so hatte ich immer alles bissen. Und ja, ja. Aber gut, da waren die unsere Juniors waren da sehr, sehr gut und ganz brav. Der Walti schmeißt das Ding raus. Die nehmen ihn zum Kies raus. Er kommt an die Boxen. Alles, was wir repariert hatten, nicht ganz alles, aber fast alles war wieder hin. Da schnitt der Walti so die Türe. Wie schaut's aus? Halt die Klappe und Türe zu. Aber Klebeband und so aufgebunden. Ich hab nie gedacht, das wirst du durchfahren. Nie, nie. Hätte ich dir unterschrieben, halbe Runde, dann steht er irgendwo. Ja. Ich war so sauer. Also, am liebsten hätte ich ihm da eine kauen, gell? Und der Walti war ja auch im Auto immer sehr emotionell, gell?
Und der hat ja fluchen können, gell? Der Walti, da haben wir gewisse Dinge schon eigentlich gehabt, sehr emotionell, aber er hat dann rausgelassen, gell? Und das war seine Art. Adrenalin oben, dann hat der Walti bellt. Wenn irgendwas war im Auto, also der Pauli musste vom Walti sehr viel einstecken, ich musste viel einstecken und ich musste dann immer lachen. Weil wie mehr einer bellt, wie mehr muss ich lachen. Gell? Ich muss dann immer aufpassen, dass er mein Lachen nicht sieht. Ja. Da bist du ins Auto dran. Und er hat gesagt, was seid ihr alles für Volldeppen, gell? Was seid ihr für Deppen? Habe ich eigentlich nur Deppen um mich rum? Und das war ja für mich nicht schlimm, weil ich ihn ja erkannt habe. Ja. Das war seine Art. Ja. Und für mich waren das eigentlich Liebkosungen, oder? Also, wie mehr er gesagt hat, und wir sind Deppen, eigentlich viel besser war das. Das hast du mit der Zeit gut. Und er konnte sehr emotionell sein, sehr, sehr. Und ja, da musste ich dich auch wieder finden. Ich glaube, die größten Brausen hat leider immer der Pauli Wach hat immer große Brausen gekriegt, weil der natürlich ja immer mit seinen Elektronik-Sachen, der musste ja viel mehr im Fahrzeug drin sein als wir alle anderen. Er musste immer diese Bottis einstellen und ja, Ladedruck und da ist der ganze Teufel. Und ich habe mich da meistens dann wieder rausgehalten und habe gesagt, tut mir den Scheiß. Pauli war im Innenraum an den Steuergeräten dran. Ne? Er musste immer ins Auto rein. Er musste immer rein. Und wir haben dann außenrum den Rest gemacht. Er war schon lustig. Gell? Aber dann war man ihm nie böse. Also, weil Marc August, das ist der Walti. Ja. Mit seinen Emotionen, die ja auch nie böse gemeint waren. Also im Gegenteil. Naja, da habe ich ihm gesagt, ja, halt deine Gosche. Tür zugeschmiert. Da war ich sauer, richtig sauer. Boah. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, da bist du auch nach 4 Tagen Schlaflosigkeit, ist irgendwann mal die Schnauze voll, ne? Also Le Mans ist schon immer hart. Ja, hatte das Auto nochmal raus. Le Mans ist sehr, sehr hart, ja. Ja, Carsten, dann kam... So, dann kam Sauber. Kam Sauber, ja. Ja, natürlich auch... Pah, wie soll ich sagen? Andere Liga. Ja. Ein Werksteam ist eine andere Liga, es ist so. Das war schon die Zeit, 87? 88. Ich bin Ende 87, ja. Ist gegangen. Mhm. Also 88, ja. Da hatten sie schon den Mercedes-Werksunterstützung natürlich. Genau. Und wir sind beim Sauber C9. Nein. Rüdiger Faul. Rüdiger Faul hat das Design gemacht. Richtig. Beim Sauber, kann man auch bei mir hören, den Podcast. Rüdiger Faul hat angeblich sehr, sehr, sehr viel gemacht und das weiß ich aus erster Hand. Hat das bei Mercedes gut positioniert, dass die Werksport. Und ich muss Rüdiger Faul, ich habe einen Heckflügel von einem Sauber und ich muss den Rüdiger fragen, von wo der ist. Mhm. Das kann ich mir dann sicher sagen. Kann ich dir auch sagen, wahrscheinlich von hinten. Also ich glaube, ich sollte die Unterhaltung hier beenden. Man merkt, sie sitzt schon zu lange zusammen. Mein Gegenüber hat definitiv vom Motorsport keine Ahnung. Also schau, Heckflügel ist hinten, Carsten. Ja, okay, gell? Also, klar. Na, erzähl mal weiter. Erzähl mal für die Profis, die das Ding hier am Ende hören. Außer wenn du dich drehst, dann gibt es, dass der Heckflügel vorne ist. Dann macht er kurz hinten Auftrieb. Ja, beim Drehen ist manchmal der Frontflügel, der Heckflügel vorne. Kann es geben, ja. Okay. Ja, ja, Sauber, ein ganz toll organisiertes Team. Mhm. Klar, mit einem Weg dahinter, wo du natürlich schon gesehen hast, da ist Potenzial. Mhm. Mein erstes Rennen war Silverstone. Da war da der Hermann Hiret. Der war für mich sofort irgendwie sympathisch. Dann war der Müller und der Wittan. Einer war für Zylinderkopf, der andere für den Motorblock zuständig. Da waren wir auch alle sympathisch. Der Leo Rees sowieso. Mhm. Die Leute alle, das war Hammer, gell? Und alle haben immer gesagt, nein, Motorwechsel bei uns, da geht doch nicht was hin. Die halten ewig. Da habe ich gedacht, passt mir auch. Naiv wie man ist, glaubt man das? Haben wir Training. Und dann haben die Ingenieure von Mercedes 2 Kabel falsch angehängt. Und da haben sie sogenannten Overboost gehabt. Das heißt, zum Überholen konnte der Fahrer schnell die Taste drücken, dann hattest du je nach Einstellung 2, 3, 4 Sekunden mehr Leistung, damit du überholen konntest. Okay. Welche Fahrer waren da drauf? Jochen Maas? Maas, ja. Der war damals, ja, wer war alles? Edson, Baldi, Maas, wer war noch? Egal. Irgendeiner hat Overboost gedrückt. Aber ich glaube, der erste war der Jochen, meine ich.
Ohne Boost. Da höre ich nur noch einen Schrei hinten von der Mercedes-Ecke her. Gell? Scheiße! Puff gemacht. Und Carsten habe ich noch nie gesehen. Dann hat es Zylinderkopf angehoben. Das hat die Zylinderkopfschrauben angehoben. Also wie vom Ladedruck. Wie viel Overboost hat man da reingesetzt? Ich weiß nicht, war viel. Man muss die Leute, ich weiß das nicht mehr. Das habe ich vielleicht, wahrscheinlich irgendwo notiert, aber Wasser raus. Jetzt bist du deppert. Beim zweiten Auto genau dasselbe. Scheiße. Meine Güte. Die muss ja noch mal als Interviewgast kriegen, der die Kabel damals vertauscht hat. Das war irgendeiner von Bosch wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich war es einer von Bosch. Ihr wart Haberkern, das kann nicht sein. Irgendwo war dort ein Fehler passiert. Ja, okay. Auf jeden Fall. Das ging nicht mehr zurück. Das hat einfach Ladedruck ohne Ende. Und du hast sie nur noch schreien gehört. Gut. Und dann kommt der Regierer, damals war er noch per Sie, zu mir sagt, Herr Flückiger, können wir kurz miteinander reden? Und sagt, ja, sicher. Sagte, können Sie bitte den Leuten mitteilen, dass wir die Motoren ersetzen müssen? Dann sage ich, ja, Racing kann passieren. Kann sein, dass Sie es selber schon gemerkt haben. Und dann das mitteilt, da kommt der hier und sagt, ich glaube, jetzt sind wir ein Team. Ohne Witz. Da denke ich, ja, im Motorsport ist man hilft jedem Mann. Und dann glaubt, ich weiß nicht mehr, war es der Küde oder wer kam und sagt, du weißt schon, was das heißt. Sag ich, nein, wieso? Mehrere Stunden Arbeit. Das ist nicht so wie bei anderen. 3-4 Stunden. Hier reden wir von 8-9 Stunden. Sag ich, was? Um den Motor so sauber zu wechseln? Bist du deppert. Dann habe ich mal Leo hergeholt und gesagt, Leo, jetzt muss mal konstruieren, dass man so einen Motor einfach wechseln kann, weil da machst du die Leute kaputt. Auf jeden Fall, das hat denen gepasst, dass jetzt einer im Team war, der halt das alles ein bisschen lockerer genommen hat und noch ein bisschen gelacht hat. Und das war ja anscheinend so, wie mir der Max immer gesagt hat und dann die Mercedes-Leute, das war halt immer so ein bisschen Reibereien. Hm. Zwischen Sauber und Mercedes. Ja. Dass einmal das kleine Privatteam hin will und auf der anderen Seite der große Daimler. Es gab immer irgendwie. Und eigentlich haben dann alle gesagt, einfach, als ich ins Team gekommen bin, war plötzlich Fun. Plötzlich konnte man lachen. Und ich habe ja auch nicht alles so ernst genommen, weil ich habe meine Erfahrung gehabt. Und das ist natürlich auch toll, wenn du so sauber gehst als Weltmeister. Ja, das. Und der ist echt vom Ernstfeind. Hat der Peter Sauer nie vertragen. ich sag zu Peter immer heute, du hast mich damals gehasst. Und er sagt, nein, geliebt habe ich dich. Da ist aber nichts rübergekommen. Weil wir waren wirklich, wir haben damals nicht immer auf derselben Ding gehabt. Muss aber auch ganz klar sagen, bei Sauber, wie eben bei Brun, bei ihm war ein Wort. Okay. Eine Abmachung war eine Abmachung. Hm. Ende, Punkt. Hm. Da wurde nicht diskutiert. Er war hundertprozentig zuverlässig. Er war nicht der Brun. Also an der Wegzellküste ein Aufkleber von einer nackten Frau. das kam beim Peter Sauber nie gut an. Ja, okay, ja. Die musstest du möglichst schnell entfernen. So Sachen hat er nie mögen. aber ich glaube, es waren alle froh, als ich plötzlich im Team war. Ja, ich habe halt... Es war vielleicht auch das. Ich habe genug andere Sachen gehabt. Also ich hätte auch was anderes tun können. Mhm. Und habe halt auch immer meine Meinung gesagt. Mhm. Durfte das auch. Das war akzeptiert. Ich konnte es gut mit den Leuten. Ich habe Schreiben in Büchern. Vielen Dank für deine Hilfe, seit du bei uns bist und so. Naja, ich glaube, Leo war froh, Max war froh, hast alle. Ein bisschen Reputation gehabt, ne? Also besser kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe schon mal ein bisschen was erlebt gehabt. Ja, genau. Muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, Carsten, da waren Leute da, die haben das 5-mal mehr Potenzial gehabt als ich. Gell? Auch unter den Mechanikern. Sage ich dir ganz ehrlich. Da waren Leute da, da habe ich fachlich nur Chancen gehabt. Das sage ich dir ganz, ganz ehrlich. Und das war ein Hammer-Team mit sensationellen Mitarbeitern auch.
die einfach Angst gehabt haben zu machen. Und sobald die Angst weg war, hat das funktioniert. Ja. Ich war vielleicht mehr der Menschencoach. Ja. Vielleicht mehr als der Chefmechaniker oder der Ingenieur. Ich glaube, ich war der Menschencoach. Ich habe ihnen vielleicht den richtigen Rückhalt geben können, war mir aber immer bewusst, der und der und der, die haben ja das x-fache Fachwissen, als ich habe. Es ist auch so, wenn du mal in der Formel 1 warst, dann hat jeder das Gefühl, du bist Gott. Ja. Meint jeder, Gottes Willen. Du, aber das Fachwissen, das muss dir aber auch einfallen, wenn du in Le Mans stehst. Und in der vorletzten Runde kommt das Auto nochmal in die Box, weil irgendwas schief läuft. Und dann sind halt Praktiker gefragt. Und das ist ja wieder der Motorsport. Ne? Das Fachwissen. Passiert jedem, ja? Genau. Passiert jedem im Motorsport, dass du kriegst, wie puff, wieder einer auf den Deckel. Das hat jeder erlebt, der im Motorsport war, im Sport überhaupt. Also, es ist Lebensschule, ist normal. Ob das jetzt eben fachlich oder gesundheitlich ist, ab und zu brauchst du wohl einen Dämpfer, dass du wieder ein bisschen normal wirst. Gell? Ja, und dann sauber. War gut. 88, gute Saison. 89. Übrigens, Mike Sackwell wollte immer sauber fahren, weil er hat gesagt, die sauber haben, silbern zu sein. Hat zum Hermann Hiret persönlich gesagt, diese Fahrzeuge müssen silber sein. Es kann doch nicht sein, dass ihr mit eurer Geschichte von den Silberpfeilen die Fahrzeuge nicht silber habt. Das ist die neue silberne Farbe, das war Mike Sackwell verdickt. Denn Mike Sackwell hat damals gesagt, es kann es nicht sein. Ja, recht hat er eigentlich. Ja. Kam wieder Silber. Abschlussfeier 88. War lustig. Alle waren schon recht gut drauf. Sogar der Peter Sauber. Ich habe ihn nie mehr so lustig erlebt. Oh, beim WM-Titelfeier natürlich auch, aber... Weil er war schon der Rechner, der überlegte, ganz anders denkend als der Walti, keine Frage. Also ganz komplett andere Menschen, völlig zwei verschiedene Menschen. Dann sagen wir, sitzen wir da so zusammen und da die älteren Leute, wir haben ja damals auch bei Sauber diese Köffli-Mechanik gehabt, das waren ja, auch ich war nicht immer voll dabei, aber habe halt ein bisschen vielleicht eine höhere Position gehabt auf dem Papier. Und du warst auch wieder Cheftechniker? Oder zuerst war ich Chefmechaniker und dann 89 Cheftechniker, also sogenannter Ingenieur. Da kommen wir nachher dazu, wie einfach du Ingenieur wirst, Carsten. Jetzt hätte ich auch noch eine Chance im Leben. Hat jeder eine Chance. Ja, und dann sag mir, du, wir könnten eigentlich zusammen in Le Mans ein Auto einsetzen. Da war die damalige Sekretärin von Sauber, das war die Loni Keller. Sagen wir, Loni, wir brauchen einen Vertrag. Hat die Loni Vertrag geschrieben? Wir hier Unterzeichnenden setzen das dritte Auto in Le Mans ein. Es wird nicht jeder Schluffi-Fahrer akzeptiert. Jeder hat unterschrieben. Ja, Peter Sauber hat das eingehalten, drei Fahrzeuge. Er hat das eingehalten. Also auf dem Vertrag, das muss man sagen, du hast ihn mir eben gezeigt, stand tatsächlich, es wird nicht jeder Schluffi-Fahrer akzeptiert. Nicht jeder Schluffi-Fahrer. Also das war der Vertrag mit Peter Sauber. Und dann auf jeden Fall musste ich zu ihm ins Büro, dann sagte er, Herr Flückiger, ich habe ein Problem. Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben müsste ich einen Vertragsbruch machen. Dann sage ich, ja, was geht's? Schauen Sie die Leute auf dem Vertrag, wo ich da unterschrieben habe. Das geht ja gar nicht. Da haben ja die besten, die erfahrensten Leute alle an einem Auto. Wie stellen Sie sich das vor? Und so, ja, Vertrag ist Vertrag. Dann sagt er, nein, jetzt müssen Sie mir schon helfen. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Weil wir wollen, dass Sie das dritte Auto einsetzen. Leo das eine, David preist das eine und ich das eine. Und der David Preis war natürlich auch, das war ein wunderbarer Mensch, immer hilfsbereit. David, der war einfach ein totaler Teamplayer, der hat so viele Erfolge gehabt in England, so vielen Formel 1 Fahrern in die Formel 1 gebracht und geholfen, einfach ein wunderbarer Mensch, wo sein Junior ja heute
Envision Racing in der Formel E leitet. Mhm. Auch ein klasse Typ. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, gut. Ja, sie kriegen den Pucher und ja, und den und den. Ich sagte, ja, das ist gut. Da habe ich gewusst, der Pucher am Auto, hey, gut. Franz am Auto. Da kann ich mich zurücklehnen, weil da brauchst du mir eigentlich gar nicht mehr. Nein, du musst ja immer noch alles beobachten, so ist klar. Aber da habe ich natürlich gewusst, so mehr Glück kannst du gar nicht haben. Okay. Weil, egal wo die Kiste steht oder was passiert, Franz hat immer eine Lösung. Und Franz war ja früher bei Helmut Marko. Da waren wir nicht immer Freunde in der Pro-Car, gar nicht. Also, da waren wir brutale Gegner. Gell? Aber so soll es im Sport auch sein. Solange es fair ist, ist es ja gut. Konkurrenz bist, gut, ja. Und die 89er sind dann kam eben das, du musstest Ingenieur sein. wenn du bei Mercedes die Führung über ein Auto gehabt hast, musstest du Ingenieur sein. Der Max, der Hiert, Müller, Wittalm, Leo Rees, Davy Price, Bob Bell, wir waren ja wie eine Familie, wie einzellige Mehrlinge, wir haben alle genau dasselbe Gedankengut gehabt, konnten dem Peter Sauber sicher sehr, sehr viel von seiner Last abnehmen und haben trotzdem unseren Spaß gehabt. Ja, wirklich, war unglaublich. Und der hier, dann sagt der hier, ja, wir müssen jetzt der Ingenieur sein. Ich sage, ja, ich bin aber nicht Ingenieur. Bin ich nicht. Doch, Sie sind ab heute Ingenieur MB, Ingenieur Mercedes-Benz. Ich sage, okay, vielen Dank, das nehme ich an. Und ja, bei Mercedes haben wir dann, da habe ich Freundschaft bis heute, ein Willi Zeller, ein Mercedes-Mitarbeiter, war in der Vorentwicklung sehr lange bei Mercedes. Bis heute ein ganz, ganz toller Freund von mir. Wir waren wirklich ein Team, wo uns dann auch nach den Rennen, also die Jahre danach, immer wieder getroffen hat. Ich konnte mehrere Reisen mit Bussen machen zu Mercedes-Benz, zu den geheimsten Abteilungen. Also mit 50 Leuten, wir haben Sachen erlebt, das kannst du nicht vorstellen. Aber richtig gute, gute, gute Zeit, wo man sich heute, das kannst du nicht mehr vorstellen. Mhm. Und dann gewinnen wir Le Mans. Ich weiß noch, ja, bin Le Mans, habe ja viel gelernt. Wie schon mal gesagt, 1974 war mein erstes Le Mans. Dann all die Sachen mit Porsche natürlich. Ferrari kommt nachher. Und habe ich schon gewusst, wie es funktioniert, gell? Und dann habe ich gewusst, dass Radio Le Mans, der englische Sender, überall Leute postiert hat, die das Rennen kommentieren. Mhm. Also habe ich auf dem einen Ohr Radio Le Mans gehabt. Der Sauber hat dann immer gefragt, was haben Sie da? Mhm. Hab ich gesagt, ja, da habe ich noch sowas. und dann habe ich mit den Fahrern mal so geredet und so. Und da war damals der René Pasch sehr, sehr, sehr beeindruckt, weil ich habe ja die Fahrer habe ich brieft als Mechaniker bis zum Letzten. Gell? Jochen Erpasch war für Mercedes damals genau. Noch verantwortlich. Ja. Ne? Und du hattest als Fahrer in deinem Auto 63 Jochen Maas. Reuter Dickens. Ja. Und die habe ich brieft. Gell? Die mussten bei mir alles ersetzen, Relais und Kabel und so, mir zeigen, dass sie die Schlüssel bewegen können. Und so. Da war der Erpasch sehr beeindruckt. Ja, im Training waren wir nicht gut, da waren wir eher weit hinten. Dann war das Rennen. Und da habe ich meinen Fahrer gesagt, schaut, Le Mans macht einen Fehler nie. Geht mit dem Material nie an die Grenzen. Das Schlimmste sind Vibrationen. Wenn du Eigenresonanzen kriegst bei einem Bauteil, also ein Bauteil beginnt immer gleich zu vibrieren. Da hast du Bauteile, die können, da kann dir eine gerade Stange, zack, in der Mitte plötzlich brechen. Das war alles Erfahrung, die ich mitgenommen habe aus meinen x Jahren Motorsport. Dann habe ich meinen Fahrer gesagt, ihr sagt, Motor, damals hast du noch nicht diese Elektronik gehabt wie heute. Wenn man eine Drehmomentkurve anschaut, die macht so einen Verlauf, es geht hoch und dann zuletzt der Knick. Oben da ist das beste Drehmoment. Und wenn du jetzt zum Beispiel damals bei den Motoren geschaut hast, du hast Gas gegeben, bis zum Gas weg wurde das Auto schneller, weil du ins beste Drehmoment reinkamst, in die beste Drehmomentkurve. Jetzt habe ich den Fahrer gesagt, jetzt tut dir sagen, auf der Unodier, wo damals noch war, macht ihr mit dem Gaspedal dass der Motor und die Bauteile immer eine andere Resonanz bekommen.
Dass die ganze... verstehe. Also immer Vollgas wieder ein bisschen... Hans Randlinger damals, der hat die Motoren gemacht bei uns bei Cassani, BMW M1. Haben ja viele Motorenprobleme gehabt, wo die Schwungscheiben davon geflogen sind. Und das ist auch etwas, was ich vom Hans gelernt habe. Okay. Geh aus den Bereichen raus, wo das Ganze für das Material Stress wird. Geh da raus. Mhm. Ja, und da kam dann schon früh, kam die ersten Leute vom Post, du da bei euch, da sag das und so, sag ich echt, ja. Nein. Verbrauch habt ihr auch weniger und so, sag ich, nein. Echt? Nein, so, fahren mal, fahren lassen. So. Dann höre ich plötzlich, da war der Manuel am Steuer, Big Exhaust Piece lying on the Mühlsand Straight. Car 63, the turnover, the pipe is gone. Der Auspuff ist irgendwo im Auto drin. Leute informiert, der sauber. Was machen Sie da? Sag ich, er kommt rein. Sag, nein, der kommt noch nicht rein. Sag ich, er kommt rein. Und schon war er da. Ja. Und dann haben wir so ein Stück Auspuff unter Bolten raus. Brutales Glück gehabt, dass der nicht in den Tank eingeschlagen ist. Wahnsinniges Glück. Und wie hat er den Auspuff verloren? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Ich glaube, irgendwo steht es. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, von was. Aber war ein rechtes, so langes Stück. Und also wieder, ja. Raus. Haben wir so ein Loch gehabt unten drin. Jochen ins Auto. Sag ich auch, Jochen, du bist der Einzige, der jetzt sagen kann, ist es gefährlich oder nicht. Herr Sauber war es noch amused. Als ich den rausgeschickt habe, da hat er an mir gar keine Freude gehabt. Überhaupt nicht. Habe ich mal einen Zusammenschiss gekriegt von ihm. Wirklich? Total Zusammenschiss. Weil du das Auto wieder rausgeschickt hast? Und was wollte er? Das aus dem Rennen nehmen? Den späteren Sieger? Was schau, du musst damals seinen die Verantwortung mit Mercedes sehen, was passieren würde. Ja, okay, ja. Das muss man von ihm schau verstehen. Mhm. Ich war halt da mutiger, unbedachter, wie auch immer. Mhm. Im Nachhinein ist immer toll reden, wo war die richtige Entscheidung. Es hätte ja auch eine falsche Entscheidung sein können. Da würde jetzt anders da sitzen. Man würde vielleicht über die nächste Le Mans-Tragödie reden, also was damals gegeben hat. Aber ja, August, der Jochen, der merkt das sofort. Und der Jochen hat dann sehr schnell durchgegeben, du, überhaupt kein Problem. Es ist kein Unterschied, du merkst gar nichts. Und da wusste ich, puh, das ist mal gut, oder? Also ist ungefährlich. Und der Hans-Jürgen Butenschön war verantwortlich an meinem Auto für die Strategie. Die Strategie war schon damals das A und O. Und der Hans-Jürgen Butenschön wandelte Computer. Unglaublich. Der Typ konnte Daten verarbeiten. Verrückt. Ja. Absolut verrückt. Du hast natürlich X-Ingenieure gehabt von Post an den Bildschirmen. So. Das war ja damals alles neu für mich. Das haben wir ja vorher so nicht gehabt. Plötzlich waren Leute in den Boxen, die bei dir im Team, die auch nicht Motorsportleute waren. Gar nicht. Ich weiß noch im Training, weiß ich nicht mehr, was der Moss oder wer ist vorbeigelaufen, dann sage ich zu meinem Posteningenieur, ist auch noch einer, wo wir den Hof nichts machen können. Und sagt, ja, wieso, wer ist das? Sag ich, Stirling Moss. Ja, wer ist das? Und da habe ich das erste Mal gewusst in meinem Leben, aha. Guck an. Jetzt kommen andere Zeiten. Wenn da Bill Gates, Steve Jobs oder irgendwie andere Computer das wahrscheinlich vorbeigehen. Ne? Oder, das haben wahrscheinlich gewusst. Und auf jeden Fall, ja, das war dann das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, aha, es ist ein Wandel im Gange im Motorsport. Das erste Mal habe ich das gemerkt mit dem Walch, als er Sachen programmiert hat. Aber noch E-Proms? Er hat die E-Proms umprogrammiert. Also ich dachte, das macht der Spinner da, oder? Ja. Nächtelang programmiert. Dann 89 Strategien. Und dann kam wirklich plötzlich 89, kam das in einem Maß. Und ich sagte, aber aha, jetzt ändern viele Sachen. Hm. Sehr viele Sachen. Und das ging ja dann eigentlich viel schneller, als wir alle gedacht haben. Ja, ja, und der Sieg in Le Mans, der war natürlich dann schon sehr, sehr speziell. Auch für, klar, mit Mercedes nach dem Drama Le Mans gewinnen. Hm. Vor lauter englischen und Jaguar-Flaggen. Ich habe eine oder zwei Mercedes-Flaggen und eine deutsche Flagge irgendwie gesehen. Und dann kommt der Bob Constanturas, der Streckensprecher für England, sagt, Bruno, I'm so happy for you. You deserve that win so much and it's just great for you. Und dann habe ich gesagt, we did it for England.
Das vergesse ich nie mehr. Und die Leute am Tuben. Ich sage, ein Mercedes-Mensch, wir haben für England gewonnen. Ja. Und das vergesse ich nie mehr. Ja, und dann, das war schon sehr speziell. Und dann auch wieder Weltmeister. Ja, und dann hast du eigentlich gesehen. Dann kannst du sagen, dann kannst du langsam abhaken. Und dann ging ich nach Hause. Nach der sauberen Zeit habe ich immer den Kontakt zu den Leuten, also mit Hermann Hiret, mit Vital, mit Leo, immer viele Feste haben wir zusammen gefeiert, war viel in Stuttgart, sie waren viel hier. Wir haben diese Freundschaft wirklich, wirklich zelebriert. Dann war ich hier zu Hause und habe dann von Markus Hotz 94 die Anfrage gekriegt für den Freddy Lienhardt, für den Ferrari 333 SP. Habe mit meinem Bruder einen Deal gemacht, so ein bisschen halb Motorsport, halb hier. Und hier heißt tatsächlich eine Autowerkstatt. Genau. Und dann halt den Rest wieder ein bisschen Racing. Dann kam das mit dem McLaren. Damals habe ich wirklich die Reglement sehr gut gekannt. Das musstest du, wenn du verantwortlich bist, durftest du dir einfach keine Fehler erlauben. Also das war ja dann das Wichtigste in Le Mans, dass nicht ein fünfter Mann das Auto berührt und so. Das war immer dramatisch. Du musst immer schauen, dass alles genau nach Reglement ist, keinen Fehler machst. Darf ich den Auspuff in den Boxen entfernen? All die Sachen musstest du ja für all diese... Das ich erst nachlesen. Und jedes Jahr endet das ja. Also heute hätte ich ja keine Ahnung mehr. Also frag mich nicht über Reglement heute. Das musst du einlesen, sonst geht das nicht. Und ja, dann eigentlich die Meinung gehabt, man sollte seinen McLaren kaufen, seinen McLaren BMW. Von Gordon Murray, da waren wir dann in England verhandeln mit Golf. Wir reden über McLaren F1. Die Leute wissen gar nicht, welches Auto du zeigst. Den F1, Moment, ich zeige dir gerne. Ich zeige dir zwar nicht das Auto, das da war dann das Auto von Davy Price, das ist der da. Ja. Das Harrods Auto, ja. Das Harrods Auto von Dodi Elfayet, seinem Bruder. Das hat der Davy Price damals eingesetzt. Und ich habe gewusst, mit dem Auto kannst du Le Mans gewinnen. Da waren wir beim Gordon Murray, waren bei Golf und die waren alle begeistert. Mhm. Nur der Freddy Lienhardt nicht. Freddy ist klar, der wollte, der hat eine Firma in Amerika auch gehabt, Lista, in Framingham. Und der wollte natürlich Imsa fahren. Und mit dem Auto, das war nicht für Imsa, das war für Le Mans. Und der wollte dann den Ferrari, dann bin ich halt nach Maranello und dann haben wir diesen 333er Ferrari aufgebaut. Der uns dann übergeben wurde von Piero Lardi damals, jetzt Ferrari, hat uns das Auto übergeben, ganz speziell, wenn du es Leuten Ferrari-Fans erzählst, dann weinen die alle und knien vor dir nieder. Da kann wahrscheinlich auch der Gerhard Berger am meisten erzählen. Ich glaube, wenn mal bei Ferrari irgendwas dann hast, vor allem als Fahrer eh noch viel mehr, da bist du, glaube ich, bei vielen Menschen der Oberheilige. Gell? Ja. Also, das ist etwas, wo die Menschen, Ferrari, das ist einfach, das, ja. Das Verrückteste. Dann haben wir die Imsa-Serie gemacht. Das war das letzte Auto, das im alten Formel 1-Teil noch gebaut wurde. Das war das letzte Auto, das noch in der Abteilung wir zusammengebaut haben. Da wurde die Abteilung aufgelöst. Okay. Und die Übergabe natürlich ganz speziell. Die Fotos, die wir da haben, mit, als uns der Piero Ferrari das Auto persönlich übergibt, die Schlüsselübergabe, so die Testfahrten in Fiorano. Ja, und das war dann... Für mich eine eher unglückliche Saison. Man hätte aus dem Team viel mehr machen können. Wir hatten ein bisschen teamintern einen Fehler gehabt. Das war schade, weil wir hätten die Saison ganz anders abschließen können. Wir haben einen schweren Unfall gehabt in Atlanta. Da hat der Freddy Lienhardt ein wahnsinniges Glück gehabt. Hat er nur in Anführungszeichen Rippenbrüche gehabt. Dann hat dann der Joe Fisher ein neues Auto in Amerika aufgebaut. Auch in einer Rekordzeit. Aber wir waren als Team, ja, es war nicht wie dieser Kit wie bei Sauber. Wir haben es nicht geschafft, dass wir uns so zusammenhalten konnten. Leider. Und die Erfolge waren dann, wir haben ein paar tolle Erfolge, aber nicht das, was ich mir erwartet hätte. Nie. Und dann ging ich zu Scandia. Also der ehemalige Brun-Mitarbeiter Steve McCaughey, der hat eine Amerikanerin geheiratet aus Seattle. Sich dort niedergelassen und hat dann wurde Teammanager bei Scandia. Scandia ist Andy Evans, Finanzchef von Microsoft. Ich habe mich dort verpflichtet, als mich der Steve gefragt hat, weil der war früher bei Reinhardt. Da habe ich zum Beispiel den
Formel 3 noch bestellt für den Winkelhock. Mhm. Und dann Schumacher mit Willy Weber. Können wir später nochmal über die Geschichte von Willy Weber reden. Alles wirklich, also unglaublich geschickte Leute. Mein erstes Rennen war Le Mans 1996. Ich habe einfach die Langstreckenrennen gemacht, also Le Mans Daytona. Okay. Das war meine Anstellung. Le Mans Racing for Belgium, Van der Poel goes ins Bachelor. Und ich bin hingekommen und habe einen Menschen vorgefunden. Der Andy Evans, ja, den konnte es nicht arbeiten. So ein richtiger Ungustel mit den Menschen. Er ist mit denen umgegangen wie ein Kriegsgeneral. Echt? Ganz schlimm. Aber was denken so Leute? Also das ganz, ganz, also wirklich so was Schlimmes habe ich noch nie erlebt wie bei dem. Da bin ich zum Steve und sage, du Steve, dieses Rennen. Und dann mein Spezi, der Marcel und die, wir gehen dann wieder. Man opfert so viel Zeit und dann sind wir gegangen. Und dann sagt der Steve, du, jetzt war er gerade wegen dir bei mir. Er denkt, du bist der tolle Typ. Und ich habe gesagt, der Typ ist nicht dicht. Solche. Und dann habe ich mit ihm unter vier Augen ein Gespräch verlangt. Und liebe Zuhörer, das müsst ihr mir glauben, es hat genau so stattgefunden. Dann sage ich, darf ich mit dir ehrlich sein? Can I be honest with you? Sagt er, yes, please. Really honest, wirklich, wirklich ehrlich. Yes, please. I think you're a fucking asshole. Sorry für das Wort. Ich denke, du bist ein Riesenarschloch. Ja. Dann streckt er mir die Hand hin, ich habe gedacht, der schmeißt mir jetzt raus, streckt er mir die Hand hin und sagt, thank you, Bruno. You are the first person in my life which is honest with me. Du bist die erste Person in meinem Leben, die mit mir ehrlich ist. Und weißt du das Schlimmste? Sometimes I think myself I'm a fucking asshole. Manchmal denke ich selber, ich bin ein Riesenarschloch. Dann habe ich mit dem, wir wurden dann wirklich ganz, ganz gute Freunde. Er hat mir dann auch die ganze Geschichte erzählt von Bosch und Microsoft, dass das eigentlich zum Teil als Kriegsapparat aufgebaut wurde. Und der war dann im Knast, der war für Gates und Bosch im Knast. Der Evans hat sehr viel Geld als Abfindung gekriegt. Und das ist dann halt da, so vielleicht viele Leute wieder nicht verstehen, wenn es um Macht geht in der Welt. Und da bitte ich halt viele, viele Menschen auf dieser Welt, glaubt nicht allen Menschen einfach alles. Und gerade den Machtamerikanern, seid bitte einfach vorsichtig. Bitte, bitte seid vorsichtig. Es gibt genug dumme Menschen in jedem Land, die wollen nur eines, die wollen Macht und Krieg. Und Krieg ist leider zum Teil viel Macht, vor allem wenn es um die Kriegsmaschinerie geht. Waffen herstellen, Geld. Waffen verkaufen. Und das habe ich dann bei Andy Evans schon gelernt, da war ich dann 3 Jahre. Tolle, tolle Zeit. Wir sind Le Mans 96, habe ich August, da brauche ich einen super Rechner an meiner Seite, also wie nimmst du da? Und dann habe ich Hans-Jürgen Buttenschön von Mercedes-Benz habe ich gesagt, ich brauche dich, weil ohne dich, mit den ganzen Kalkulationen, Berechnungen, das geht nicht. Dann kam der Mercedes-Mann Hans-Jürgen Buttenschön, hat bei mir für Ferrari gearbeitet und war unglaublich. Und der war wirklich ein Genie, im Berechnen alles. Okay. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Und der Hans-Jürgen hat dann immer noch gesagt, wir können immer noch gewinnen. Und wir sind dann morgens um 2 ist dann, ich weiß gar nicht was, der Bachelor ist dann in die, beim Ausfahren nach den Boxen in die Wand rein, irgendwie einpennt oder einknickt. Das war das Ende von 96 mit den Ferraris. Und dann hat man Daytona gewinnen können. Das hätte man eigentlich schaffen sollen. Das ist dann aber auch nach einem Unfall, kommt man aufholen wieder und hat beinahe gewonnen. Es hat nicht gereicht. Der Ford hat Motorenprobleme gehabt und da wurde man Zweiter. Und bei dem Rennen, ich habe damals den Helmut Zwickel schon ewig nicht mehr gesehen. Und als ich in der Formel 1 war, da war halt, egal wer es war, die deutschen Journalisten, mit denen durfte ich immer mit. Ich war der einzig deutschsprachige Mechaniker, 80, 81 in der Formel 1. Ja, krass. Es gab keinen zweiten. Da war der Gustav als Ingenieur. Aber deutsch sprechende Leute, die Fahrer halt, ja, gab es nicht. Und für mich natürlich toll, weil ich durfte dann immer überall mit. Und in Daytona stehe ich vor dem Auto, vor dem Ferrari, greift mich plötzlich jemand an der Schulter, steht der Helmut Zwickel da. 98. Sag ich, Helmut, Jahre nicht gesehen, gell? Jahre. Dann sagt der Helmut, mei Bruno, der Le Mans-Gewinner, mei, mei, mei.
Und ist es schön, dich zu sehen? Wir haben einander umarmt. Und dann sagt Helmut, du kommst zur Rennstar-Klassik. Du fährst ein Werksauto von Mercedes, stellen wir dir zur Verfügung, weil Mercedes ist Sponsor bei uns. Dann sage ich, Helmut, es ist lieb und nett, aber ich glaube, kaum jemand in Österreich wird sich interessieren, ob da ein Pflückiger hinter dem Lenkrad ist. Das ist gut gemeint. Ich komme gerne mal schauen und wenn schon, mal mit einem Fahrer oder so, dass ich euch unterstützen kann, aber ich glaube nicht, dass jemand da den Bruno in einem Mercedes sehen will. Und daraus hat sich dann meine Beziehung zu Rennstar Classic ergeben. Eine wunderbare Veranstaltung, wo halt Motorsport gelebt wurde, die Legenden. Mhm. Die hatte ich Anfangszeit von Red Bull mit Dietrich Mateschitz. Bei der Rennstar Classic durfte ich dann auch meine Partnerin, die Caroline, kennenlernen. Sie hat damals das Merchandising gemacht. Ja, okay. Und der Mike Sackwell, danke Mike, hat ein Auge auf sie gehabt. Und der Mike wollte sie an den Tisch holen. Ja? Und ich habe gesagt, ja, hol sie selber an den Tisch. Du willst was von ihr, nicht ich. Und plötzlich war die weg. Gell? Und dann hat der Michael Glöckner mit seiner Frau, der Birgit, da haben wir dann mal zum Essen eingeladen. Und da wollte ich eigentlich den Mike Sackwell mit der Caroline verkuppeln im Jahr darauf am selben Tisch. Gell? Da haben wir die Adresse gehabt. Die gesagt, das am Nebentisch, das muss die Caroline heute gewesen sein. Merchandising, weil wir haben gesagt, da waren noch Kinder und so. Sie hat gesagt, ja, das war die Caroline, hundertprozentig. Ich hätte nicht sagen können, war die blond, schwarz, grau, keine Ahnung. Der Mike hat sie anscheinend sehr gefallen. Und dann bin ich mit dem Sascha Brun nach England. Bilder unterschreiben beim Nicholas Watts. Zwei Tage, glaube ich, sind rübergeflogen. Es war ein Stress. Auf jeden Fall, wir sind zum Nicholas Watts, alle Bilder unterschreiben, zurück. Dann bin ich mit ihm zum McLaren gegangen und bin zu Mike gegangen. Und bei Mike habe ich gesagt, schau Mike, da ist die Adresse von dieser Dame, die du am Tisch haben wolltest. Gell? Wir schreiben dir eine Karte, im nächsten Jahr ist die bei uns am Tisch, gell? Bei der Rennstar-Klassik. Und dann sagt Mike, nein, der schreibe ich einen Brief. Eine Karte ist unpersönlich. Die Caroline wartet bis heute auf den Brief. Und Sascha ach, und die haben... Gemerkt, dass nichts bringt. Na, und wir zwei haben dann die Karte geschickt, der Caroline. Und die Caroline hat dann mich mal kontaktiert. Ich habe die falsche E-Mail hinterlegt gehabt. Gell? Von dir? Ja, ja, irgendwie bei der Rennstar Classic. Und dann nach langem habe ich die plötzlich am Telefon gehabt. Und dann habe ich die getroffen mal in England. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und seit dort sind die Caroline die ein Paar, gell? Ja, Wahnsinn, oder? Ja, 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 das ist sehr speziell und haben dann wirklich tolle Jahre. Auch bei der Rennstar Classic, da geht es, das Schöne ist, es ging ja dann weiter bei der Rennstar Classic, weil es war Motorsport. Ja. Und das wurde weitergelebt. Ich habe dann immer für die Rennstar Classic den Sackwell gebracht, in dem Kreiser, wo ich mal von Freddy Lienhardt kaufen durfte. Habe viele, viele Motorsportgrößen, den M.J. Ramirez, Rolf Pieland, Jochen Maas ist bei uns gefahren, Mike von Grünigen, Klaus Kröll, der Skirennfahrer. Also wir haben immer einen riesen Gaudi gehabt miteinander. Gell? Ja, und jetzt geht diese Geschichte mit der Rennstar-Klassik eigentlich weiter und das ist das Schöne. Und Motorsport in Österreich ist natürlich eine nochmal andere Liga als in der Schweiz. Und durch die ganze Red Bull-Geschichte, sage ich mal, in Österreich, da hat der Didi Mateschitz natürlich etwas erschaffen, wo für uns, unsere Gesinnung, glaube ich, so enorm wichtig ist, dass es gelebt werden darf, das Geld, was er investiert hat. Danke. Alles in Rennteams, in Autos, in Strecken, der hat wirklich alles bespielt. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Wie er zur Steiermark geschaut hat. Mhm. Und für mich war das halt dann auch ein Glücksfall, dass jetzt ein Teil meines Lebens mit der Rennstar-Klassik weiterleben zu dürfen. Mhm. In Freundschaft mit vielen Menschen. Und ich durfte dann auch 5 Jahre in der Schweiz Wings for Life für die Anita Gerharter machen. Das ist die Rückenmarkforschung von Red Bull, die ganz, ganz spannend ist. Ich habe dann auch versucht, Schweizer Firmen mit Wings for Life zusammenzubringen in der Forschung und so. Und da haben wir heute immer noch Kontakt. Und das ist auch eine tolle Institution, Wings for Life. Und wo man ja versucht, Rückenmarkforschung, also Querschnittlähmung, heilbar machen. Wichtiger Punkt, Leute, es kann jedem von uns passieren. Treppensturz, irgendwas und weg sind wir. Ja. Leider für die Medizin völlig uninteressant, weil es kein Geld bringt.
Und auch da hat Red Bull etwas erschaffen, was, glaube ich, sehr zukunftsträchtig ist, und sie bemühen sich da sehr. Und ja, darum der Motorsport. Wir müssen jetzt einfach schauen, alle zusammen, dass wir an gewissen Politikern auf dieser Welt zeigen, dass diese Welt nicht so schlimm ist, wie sie meinen. Das war dann, ja. Wir müssen die Lachen unter die Menschen bringen, und als kleines Schlusswort, ja, ich glaube, Lachen ist die beste Medizin. Lasst euch von niemandem auf dieser Welt runterkriegen. Lebt euer Leben, genießt es, solange wir gesund sind. Und schaut euch ein bisschen mehr Monika Gruber an, da kann man viel lachen. Das, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben unglaublich viel erleben dürfen. Wir waren sehr, sehr, sehr privilegiert, ja. Mein Gott, was ist das für eine geile Geschichte, was du erlebt hast. Und wie toll du das erzählst. Also da merkt man die ganze Leidenschaft in jedem Nebensatz bei dir. Aber ich habe natürlich noch die letzten 50 Liter. Jetzt kommen wir auch nochmal zum Fragen. In welchem Auto und auf welcher Strecke wirst du die verfahren? Durch die Geschichte natürlich immer. Mit dem Sauber, C9? Oder dem Porsche von Brun Motorsport. Oder dem Ferrari. Aber Le Mans ist schon, ja. Schau, ich habe das Glück gehabt. Es wäre unfair, wenn ich jetzt sagen würde, es ist einfach das. Hm. Weil jeder Teil hat seine eigene Geschichte. Ob im Guten oder im Schlechten. Ich vermisse das alte Kailami. Das vermisse ich. Vermisse ich sehr. Aber ja, Le Mans, also ich war mal mit der Caroline in Le Mans, mit der, da haben wir auch noch nicht erzählt, mit der Geschichte, ich wollte mal Le Mans elektrisch fahren. Gell? Das war so eine Vision vor 14, 15 Jahren von mir. Aber ich dachte, weil der Elektroantrieb, ich meine, das ist die uralte Geschichte, Lohner, Porsche und so weiter, da hat ja keiner eine Chance, wenn du elektrisch fährst in Le Mans. Die Ingenieure von den Hochschulen, oder Mario Ilin war unser Cheftechniker, unser Chefingenieur da, als wir das Projekt gestartet haben. Freddy Lienhardt war involviert, Porsche war involviert, die Hochschule Biel, Luzern und der Professor Harry. Und ich wurde dann sehr schnell mit meinem unglaublich tollen Ingenieurswissen wurde belehrt, dass du halt in Le Mans nur 3/4 Runden weit kommst, wenn du dann gewinnen möchtest. Weil ich hatte im Sinn gehabt, Batterienwechsel und so. Ja. So nach 4 Runden wurde dann schnell eins besser belehrt, wenn du halt wirklich Leistung brauchst. Irgendwann mal, klar wird die Technik immer besser. Aber dauert noch ein paar Jahre. Hm? Ja, da war ich mal mit meiner Caroline in Le Mans. Und die hat auf jeden Fall auch gefunden, Le Mans ist sehr speziell, ja. Ist es auch. Ist es auch. Sehr, sag mal, da habe ich jetzt eben vergessen zu fragen, das Auto von Stefan Belloff, da gibt es ja immer wieder so Mythen und ach, und hier ist noch ein Teil und da was. Das habt ihr komplett vernichtet, da ist nichts mehr von übrig, oder? Oder habt was ihr die Technik? Ich weiß, ja. Ja. Aber dann, das wüssten wahrscheinlich nur die Leute von Porsche. Okay, aber so Motorgetriebe sind wahrscheinlich weiterverwendet worden. Ich meine, hat man weiterverwendet. Pauli wüsste, also der Walch wüsste das wahrscheinlich am ehesten. Okay. Ja. Bei Walch ist das Steuergerät. Das weiß ich. Ja. Das kenne ich. Ja. Ja, das ist auch im richtigen Ort. Ja. Da ist es auch im richtigen Ort, weil er der war, wo damit am besten umgehen konnte. Ja, und er ist ja auch unglaublich. Er lebt es ja auch noch heute weiter in seiner Firma und macht das ganz, ganz toll. Ja. Hat eine ganz tolle Kundschaft und Klientel und lebt es eben auch heute noch. Das ist, ja, alle, ne? Also RWS heißt seine Firma, ne? Richtig. Genau. Und du ja auch. Und das ist ja das Geile, wenn man bei so alten Renningenieuren seine Autos hingeben kann. Das finde ich ja toll. Bist du auf irgendwas spezialisiert? Engländer, hast du mir eben zugeflüstert. Ich habe gerne Engländer, aber ich mache alles gern. Okay. Weil am Schluss ist Technik. Ja. Und mir graust vom Spezialistentum. Das habe ich nie mögen. Okay. Ich bin ein weltoffener Mensch. Ich bin nicht der, der jetzt sagt, das ist das Beste und das ist das Beste. Weil du hast so viele tolle Techniker, Firmen und so. Ich tue alles gern. Also jetzt steht, wenn man hier reinkommt, steht gerade ein alter Rolls-Royce, Silver Shadow. Shadow, ja. So, das sind Ende 60er, Anfang 70er müsste das sein. Ja, genau. Und dann ist noch ein Ford A ist gerade da. Also, ein Mungo, Schweizer Meister 75 ist auch da. Darf man nicht vergessen, sollte jeder kennen, das Auto. Mungo kennt wahrscheinlich keiner, war Schweizer Meister 1975 mit Bruno Huber. Eine Eigenkonstruktion, eigentlich ein Nachbau vom Lola. Und ganz spezielles Auto bin ich jetzt gerade am Bereitmachen und hoffe im nächsten Jahr so ein paar Showfahrten machen. Ja.
Bruno. Ich bedanke mich recht herzlich, Carsten. War sehr, sehr nett, dass du extra von Hamburg hergefahren bist. Extra von Hamburg hierfür. Gestern Abend noch der Geburtstag von Walti. Wo ich schon mal bei dir bin, habe ich gedacht, kann ich bei Walti auch noch mal vorbeifahren. Na, vielen, vielen Dank. Und euch allen da draußen einfach genießt das Leben, habt Spaß und kämpft um das, was ihr gerne tut. Lasst euch durch niemanden unterkriegen. Das war Bruno Flückiger. Was für ein Leben, oder? Und er ist immer noch unterwegs. Gerade habe ich mit ihm in England telefoniert, wo er auch immer wieder an Projekten rund um den Motorsport arbeitet. Und wahrscheinlich kommt man davon einfach nie mehr los, wenn man einmal da drin war. Das wünsche ich mir natürlich auch mit euch und der alten Schule. Und vielleicht klappt es ja. Und wir hören uns zumindest mal in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.